So, einen wunderschönen Abend, Leute. Samstag heute. Heute Stream am Samstag. Crazy, crazy, Dude. Ihr habt alle nichts anderes zu tun, als Stream zu schauen. Super. Ich feier. Moin, moin Karl, moin Donboy, moin Dennis, moin Thorsten und Alex. Und alle, die schon da sind. Ich habe gerade hier versucht zu erklären im Chat, was heute abgeht. In ein paar kurzen Worten. Also, falls jemand heute Fragen hat, was heute überhaupt abgeht, weil wir wahrscheinlich relativ viele Rennen fahren, also die 5 Rennen und relativ kurze Rennen wahrscheinlich, also die ersten Rennen werden relativ kurz sein, könnt ihr gerne die Leute auch darauf hinweisen, dass eigentlich alles in der Videobeschreibung steht heute, was wir machen. So, ich hoffe, man hört mich jetzt soweit gut. Wir sind auch in der Lobby drin. Ich glaube, ich mache gleich mein Bild anders, Leute, keine Angst. Keine Angst, ich muss hier noch kurz ein paar Dinge machen, bevor wir rein starten. Ich muss mal gucken, ob mein Cockpit noch hier frei ist. So, wir fahren heute das erste Rennen im Ferrari, glaube ich. Und dann sage ich ein paar Worte. So, genau, Charles Leclerc, das Cockpit müssen wir noch nehmen. Alles klar. Perfekt. Perfekt. Okay. Also, Leute, was geht? Was geht? Schönen guten Abend wünsche ich euch, alle, die am Samstagabend hier zu insgesamt 5 Rennen einschalten. Wir sind heute nicht allein. Heute gibt es einen Teammate. Das ist der Old Bunny, nennt er sich. Könnt ihr auch auf YouTube nachschauen. An alle, die fragen, wer heute der Teammate ist. Es ist nicht Marcel Kiefer. Marcel Kiefer hat einen anderen Teammate. Aber Marcel Kiefer wird heute auch mit am Start sein bei The Comedy. The Comedy ist ein Spaßevent, eine Spaßmeisterschaft. Wir haben ja ein paar Mal schon mitgemacht bei dem ganzen Spaß hier. Ich glaube, das letzte Mal ist schon ein bisschen her. Deswegen erkläre ich es nochmal. Also wir werden jetzt mit einem vollen Fahrerfeld 5 Rennen fahren. Das erste Rennen ist ein 3-Runden-Rennen. Das zweite Rennen ist dann ein 5-Runden-Rennen. Das dritte Rennen ist dann ein 25%-Rennen, glaube ich. Also immer mit Blitzqualifying davor. Dann gibt es ein Sprintrennen und dann noch ein 35%-Rennen gegen andere Twitch-Streamer und unter anderem Marcel Kiefer, der wahrscheinlich wieder allen davonheizen wird. Und jo, das ist eigentlich schon so ziemlich alles erklärt. Und wahrscheinlich wird es zwischendrin so ein paar Pausen geben. Ich schalte euch mal kurz, bevor wir gleich ich mich entmute, mal hier kurz, dass ihr mal seht, wer hier mitfährt. Ich denke, dass das erste Rennen erst so in 5 bis 10 Minuten startet. Deswegen, ihr könnt euch noch was zu trinken holen und Co. Was zu knabbern. Heute wird eher so, ja, so ein Spaßding, so was Chilliges eher heute. Also ihr seht, vielleicht kennt ihr ja ein paar Namen, Invert, Master Stream zum Beispiel auf Twitch, Champion Show, den kennt man bestimmt auch. Dann haben wir hier Darius Old Bunny, das ist unser Teamkollege. Im Ferrari werden wir das erste Rennen fahren. Icy,
Und genau, The Comedy. So, das sind jetzt hier die Jungs. Und ich werde mich jetzt mal kurz entmuten. Ich hoffe, das klappt, dass man auch unseren Teammate hört. So, und dann können wir vielleicht auch kurz auf den Stream schalten. So, da sind wir live. Ich hoffe, du hörst mich. Ich höre dich. Ja, ich höre dich. Hallo. Ja, perfekt. Wir müssen vielleicht ein kleines bisschen zu laut, aber das sollte passen. Okay. Sollte passen. Also, das ist der liebe Old Bunny, mit dem es heute an den Start geht. Ja, sehr schön, ich freue mich. Wir sind, genau, Teamnamen gab es ja immer, muss man auch noch dazu sagen. Wir sind die Strategen, nennen wir uns, wenn wir im Ferrari starten. Ich weiß gar nicht, ob jetzt gleich beim zweiten Rennen, das hat gerade Kevin nicht gesagt, ob die Teams direkt beim zweiten Rennen schon tauschen. Ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Jetzt fahren wir ein Rennen und dann wird ja die Bolidenleistung auf realistisch gestellt und dann kriegt jeder. Genau, also eigentlich haben wir ja dann nur ein Rennen im Ferrari wahrscheinlich, also genau, das genau. erste, also, ja. also voraussichtlich. Ja. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen ihn wieder. Ja, also Marcel wird ja auch im Mercedes starten, das erste drei Rundenrennen und danach wird er ja wahrscheinlich auch ein anderes Cockpit bekommen. Also wahrscheinlich wird er entweder im Williams sitzen dann beim zweiten Rennen. Ja. Wobei, was ist denn das aktuell das schlechteste Auto? Glaub, also Williams, es hieß immer Williams. Ja, ich weiß schon. Nicht, ob die Performance so angepasst ist. In Real Life ist so ungefähr, ja, was ist da das schlechteste Auto? Wahrscheinlich der Haas mit, eigentlich der Alpha Tauri, oder? Also ist ja, eines nicht, der... Ja. Ich habe mal gegoogelt, ich habe da aber nichts Aktuelles zum Spiel gefunden, wie das eingeteilt ist. Also ich weiß gerade auch im Moment nicht, was die Performance aktuell mit dem neuesten Update ist. Ich glaube, Williams ist im Moment noch das schlechteste Team. Genau, das habe ich noch nicht gesagt. Nach jedem Rennen wird der erfolgreichste, also der gewonnen hat, kriegt ein anderes Team, also das schlechteste Team dann. Also die am meisten Punkte geholt haben. Jo. Genau. Ist das nicht das erste Rennen und dann behält man das Auto? Oder ist das nach jedem? Ich meine, dass alle paar Rennen getauscht wird. Ach so. Weil ich habe, Kevin hat gerade gesagt, dass wir quasi immer reinschauen sollen in den, ach so, ach ja, genau. In den Discord, welches Auto man bekommt. Ja, okay, ja, lassen wir uns überraschen. Eigentlich müsste man ja das erste Rennen jetzt schlecht fahren. Ach nee, genau, na, gut. Ja, also wir müssen jetzt strategisch überlegen bei den Rennen, wenn es gleich losgeht, wie gut wir fahren wollen. Also ich glaube, alle Rennen geben, glaube ich, gleich viel Punkte, oder? Ja. Also ja. Kevin hat nichts zu den Punkten gesagt. Ich glaube, die standen auch irgendwo. Das heißt, das erste Rennen... Oh Gott, das ist so kompliziert, das ist Event jedes Mal. Ja, ja. Aber es ist egal. Ja. Wir fahren einfach. Bunny ist live. Wir geben unser Bestes und dann werden wir sehen, wo wir landen. Bunny ist auch live. Genau, den müsst ihr auf YouTube mal auschecken. Das wäre genau, nett. Old Bunny könnt ihr... Ich habe leider jetzt gerade keinen Link am Start. Ja, aber ich glaube, wenn man Old Bunny einfach eingibt... Könnt ihr da, glaube ich, mal schauen. Ja, wer F1 mag, der ist ja noch richtig. Genau, Marcel Kiefer streamt, meine ich, auf Twitch, oder? Der ist auf Twitch, Hat jemand mal gecheckt, ob Marcel das Ding den Spaß heute auch kann man gucken. Streamt? Wahrscheinlich ist er noch ist live. Live. Ja. Ah, ist live, okay. Okay. Ja, oder sehr gut. Sehr gut. Ja, ist live, genau. Okay. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich ein Ferrari-Shirt anziehen soll, aber in dem Fall lohnt sich's auch gar nicht, wenn wir vielleicht nur kurz im Ferrari sind. Schätze ich mal. Genau, nur die letzten zwei Rennen ist dann Bolidenleistung unterschiedlich, glaube ich. Die ersten paar Rennen ist, glaube ich. Oder wie war's denn? Och Gott. Ich habe es unten in den Dings reingeschrieben. Also in der Beschreibung, der Videobeschreibung, sollte ich vielleicht selber mal checken. Oh, guck mal. Knappes Ding heute im Quali, ja. Aber sehr, sehr, sehr geiles Quali heute. Hab schon lange kein Quali mehr gefeiert, so wie heute. Ich hab mich richtig gefreut heute für Hamilton. Normalerweise freue ich mich nicht für Hamilton, aber dass Max endlich mal nicht da vorne steht, das habe ich schon hart gefeiert. Ich bin kurz aufgesprungen einfach. Vom Sofa kurz aufgesprungen. So, Leute, also ich glaube, wir gucken, also ich schaue mal schon schnell, ob ich hier den offiziellen Livestream noch irgendwo an Start bekomme. So, haltet mal die Ohren steif, Leute, mal ganz kurz gucken. Auf Twitch, ich gehe mal kurz auf Twitch rein, bei den Kollegen von The Comedy, dann könnt ihr da parallel mal gucken. Ich hoffe, dass das geht gleichzeitig, wenn ich gleichzeitig stream. So, und hier kommt natürlich noch Werbung, gut, dann werden wir noch kurz abwarten. Hamilton Buu.
Ja, Grüße nach Kassel und natürlich wieder nach Berlin. Und wo sollen wir noch Grüße hinschicken? Berlin? Sonst noch wo? Okay, sobald die Werbung hier runtergelaufen ist, können wir auch den Comedy-GP anschauen auf Twitch. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Hast du nebenher auch laufen? Ich habe es als Browser eingebunden, Fella, also als Fensteraufnahme. Ich mir reingeschoben. Und Zombie ist 17. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. So. Ja, sieht man das jetzt? Ich wollte aber gerade sagen, das mal gucken, ob das so entspannt wird. Also ich sage ja auch immer, ich würde auch unfassbar gerne manchmal mitfahren. Unsere Hauptkommentatoren. Aber ich moderiere das auch viel zu gerne, dass ich, glaube ich, vielleicht der Ton ein bisschen mich doch immer fürs Kommentieren aktuell noch entscheide. Aber entspannt ist was anderes. Also ich glaube, das wird heute schon wild, denn wir haben auch heute wieder sehr, sehr coole Fahrer, ein volles Fahrergrid. Stellen wir euch auch gleich alle noch nach der Reihe auf jeden Fall vor, aber Grüße nach Nürnberg. Natürlich, also ich sag mal, die Leute, die schon regelmäßig am Start sind beim CGP, kennen das. Und es geht weiter, ey. Bela! Ja, McLaren auf 3 und 4, ja, auch mega. Und vielen, vielen lieben Dank. Ja, moin. So, also das sind die Kollegen auf Twitch, ne? Für deinen Prime im 16. Dankeschön. Genau. An der Stelle auch immer Ehre an die ganzen Mods. Also letztes Mal beim 10er war ja extrem, hatten ja ein Studio und alles. Haben und auch heute Wahnsinn. Fleißig im Hintergrund mitwerken. Also Ehre schon mal an die Mods an der Stelle. Vielen, vielen lieben Dank. So, Leute, hört ihr das? Soll auch nicht zu kurz kommen. Oder ist das zu besetzt? Aber ja, im Stream. Leute, die jetzt schon öfter vielleicht beim CGP zugeschaut haben, kennen das ja. Ihr habt heute wieder durchaus die Möglichkeit, so ein bisschen das Event mitzugestalten. Und natürlich habt ihr auch heute wieder die Möglichkeit, die Strecken mit abzustimmen. Und ich hätte gesagt, wir starten auch schon mal direkt. Ich hoffe, das überlagert sich jetzt nicht zu sehr mit dem Hype-Train. Die erste Abstimmung auch direkt mal. Alles okay? Genau, denn was soll denn... Old Funny, ey! Die Jungs bekommen gerade zu viel Abos rein. Die kommen gar nicht dazu, hier das Rennen anzukommentieren, dass es mal losgeht. Danke, wir warten alle in der Lobby. Fünferbob. Danke, danke, danke. Ja, danke. Da geht denn dieser Alert. Bisschen Glück werden wir brauchen heute. Hast du diesen Alert denn einprogrammiert, Junge? Aber vielen, vielen lieben Dank. Lasst auf jeden Fall bei den Jungs auch Support da auf Twitch. So, aber ihr könnt es immer richtig natürlich gut wieder abstimmen, was gefahren werden unsere soll. Unsere beiden ihr könnt Kommentatoren also bestimmen, ob die Fahrer leiden oder nicht. Da könnt ihr dann reinschauen und für ein bisschen euch Action außerhalb des Cockpits. Zur Auswahl immer jeweils und Strecken voten, eben das Rennen dann jeweils startet. Genau. Und wir fangen an mit dem ersten Rennen mit Australien, Spa oder Silverstone. Könnt ihr, also, ihr habt's gehört, jetzt eben abstimmen. Wenn ihr keine Abstimmung habt, einfach mal F5 drücken. Manchmal dauert das ein bisschen, bis Twitch das checkt. Aber gerne rein in die Abstimmung. Was wollt ihr sehen als erstes Rennen? Australien, Spa oder Silverstone? Australien, Spa oder Silverstone. Relativ geile Strecken. Wir kommen auch gleich noch zu den Regeln. Wie wird denn überhaupt das Event grundsätzlich ablaufen? Also was erwartet euch heute? Denn wir haben wieder ein bisschen an den Regeln gefeilt und uns ein bisschen was wieder überlegt. Wie gesagt, 5 Rennen, so viel Rennaction wie noch Grüße nie. Grüße nach Essen. Aber wie funktioniert denn das Ganze? Das ist los, wieder Lappe? Hätte ich gesagt, jetzt so, einfach mal an. Und zwar ist das heute unser Programm. So, hört jetzt genau zu, Leute. Wir fangen gleich an mit dem ersten Rennen. Das geht direkt rein. Es gibt heute kein Training, dafür eben mehr Rennen. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Kompromiss für euch. Genau, wir starten auch direkt mit dem Blitzqualifying rein. Das heißt, eine Runde, die muss sitzen. Bin ich mal gespannt. Werde ich so verkackt, ob ich noch das von Jan, Alter, wenn die gleich sitzen oder muss. Vielleicht auch mal von den erfahrenen Fahrern direkt einen Fehler macht und weiter hinten startet, als er vielleicht möchte. Hier steht genau, alles, wir starten mit Blitzqualifying, dann neu mit dabei, 3 Runden Rennen, also einfach mal ganz schnelles Rennen zum Start. Dafür stimmt ihr erster Platz 20 Wetter Punkte, wird wolkenlos sein. Zweiter Platz 19 und so weiter. So Leute, ihr müsst ja noch abstimmen. Kommt, mindestens ein Rennen soll jeder mal abschließen können. Und wir starten mit gleicher Bolidenleistung. Ja, und dann geht's weiter mit Rennen Nummer 2. Lasst uns, sparen. Rennen Nummer 2 wird so ablaufen. Wir halten uns relativ nah an dem Plan von Rennen Nummer 1. Kevin fährt mit Jackett, der macht immer was Besonderes. Also, Bolidenleistung realistisch ist bei den letzten 4. Wolkenloses Wetter. Aber
Es soll ja auch interessant bleiben, deswegen ist der Autoschaden. Ja, Spaß weit vorne, ja. Zwar auf reduziert, es besteht trotzdem die Gefahr, dass man sich bei den zwei weiteren Runden, die man dann fährt, vielleicht doch mal den Karren ein bisschen beschädigt. Das heißt, ab da geht es schon los mit aufpassen. So, dann geht es wahrscheinlich so in 2 Minuten los. Schätze ich mal. Ein bisschen weniger auf Risiko gehen, manchmal ein sehr bisschen schön, sicherer. Die Schleife werden auf jeden Fall dann sichtbar werden. Die jo, fährt er selbst. Ich bin so auf Marcel gespannt. Und erste Runde werde ich den Kiefer rausboxen. Ja, genau, hau mal den Marcel raus. Hau direkt den Marcel raus, einfach. Relativ lange mittlerweile. Einfach Divebomb auf Marcel in erster Kurve. Die guten Teams bekommen das schlechte Auto. Die schlechten Teams bekommen das beste Auto. Also immer entgegengesetzt, was diese Tabelle angeht, damit es einigermaßen balanciert aussieht. Also, Leute, habt ihr verstanden, oder? Die Regeln? Dann, sobald das Rennen vorbei ist, geht es auch ins dritte. Eins in den Chat, wenn ihr es verstanden habt, was heute geht. Ein bisschen an der Renndistanz, und zwar, wenn wir heute Erster werden im ersten Rennen, haben wir direkt den Williams beim zweiten Rennen. Wetter so bleibt weiterhin wolkenlos, Autoschaden Masse reduziert, fertig. Realistisch ja, alles, wie ihr es schon aus dem zweiten Rennen kennt, nur eben mit 25%. Rennen Nummer 4 ist das Sprintrennen in Vorbereitung für Rennen 5. Wetter. 1-1-1. Alle verstanden. Für euch alle gecheckt. Problem werden. Wir haben das Wetter auf dynamisch gestellt. Wir haben keine eigene Kontrolle. Es wird komplett random sein, was dann kommt. Genau, Wetter ist noch auf wolkenlos in den ersten 3 Rennen. Dann wird dynamisch, das heißt, dann könnte es halt regnen. Es kann alles passieren. Aber es gibt super viele Punkte halt für jeden Platz. Mit allem, was passiert, könnten wir vielleicht ein paar rutschende Badewannen sehen. Ich glaube, genau, das Beste, den besten Comedy-Compris hatten wir vor Rennen, 2 Jahren ja oder so mit Platz 3. In diesem Spiel. Die 35%-Rennen, die haben wir natürlich auch hier in den Comedy-GP gepackt. Wir machen kein Qualifying, sondern das ist in Kombi mit dem Sprintrennen. Die Ergebnisse sind dann automatisch die Startreihenfolge für Rennen Nummer 5. Wetter bleibt, wie gesagt, auch da dynamisch, also können auch interessant werden. Und wahrscheinlich ja, wird Spa das erste Rennen. Weiterhin reduziert 3 Runden. Leistungen auch weiterhin auf realistisch. So, und jetzt noch vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Das haben wir ja letztes Mal schon was anderes wird heute, also heute, Leute, also mal ein bisschen andere Punkteverteilung. Wir sind ein paar Stelle dabei, aber das wird heute schon, ich weiß nicht, die letztes Mal zugeguckt haben, wird auf alle Fälle sehr, sehr lustig. Lineare Punkteverteilung. Also so weiß ich nicht. Und zwar heißt das, dass tatsächlich jeder Punkte bekommt. Mit Spaß und Humor nehmen, hier ist kein ernsthaftes Racing. Mindestens ein Punkt. Für den ersten Platz gibt es 20 Punkte. Für den zweiten Platz 19 und immer weiter runter, bis es wird heute richtiges Crash Derby, glaube ich. Der bekommt einen Punkt. Also ich glaube, weil halt einige auch mitfahren, die nicht so viel Erfahrung haben. Und an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank für Hype Train Stufe 4. So, ich glaube, wir haben das gesehen. Ich glaube, wir können jetzt wieder in die Lobby gehen. Leute, ihr habt es gesehen oder was hier abgeht jetzt gleich? Stimmt doch fleißig ab. Was wollt ihr sehen? Australien, Spanien oder Silverstone? Für was? Ich mache hier mal wieder Mute. Ja, das erwartet euch heute. Ich bin mal gespannt. Jawohl, Kevin ist gespannt. Ich mache hier mal wieder den Stream zu auf Pause. Da gehen wir vielleicht nachher kurz nochmal rein. Gehen wir nochmal in die Lobby rein. Also, Einleitung. Ich hoffe, dass die Jungs nicht zu lang labern jetzt, dass wir loslegen können, weil 3 Runden ist ja das erste Rennen. Der Bre ist ein bisschen laut. Mal den Bre leiser machen. Okay, Moment. Moment, machen wir Bre leiser. Machen wir leiser. Er hat sich gemutet. Gemutet hat er. So, ich mache leiser. Gut. Okay. Das wird spannend. So. Direkt noch einen Schluck. Bevor es losgeht. Ja, bei 3 Runden lohnt es sich fast nicht ins Auto zu steigen. Das habe ich mir halt auch gedacht. Ich weiß nicht, warum man nicht einfach einmal ein 5-Runden-Rennen macht und dann halt 25, 35 und dann noch ein 50%-Rennen. Aber nein, 3 Runden. Und dann wird halt nach dem Rennen schon wieder abgestimmt. Das dauert dann wahrscheinlich wieder 10 Minuten. Wahrscheinlich. Also ich hoffe, dass die Jungs ein bisschen schneller sind. Aber Leute, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit zu quatschen. Genau, danach ist noch Open Lobby, Leute. Da könnt ihr mitfahren, wenn ihr wollt. Also, schmeißt mal schon eure Rechner an. Können da alle mitfahren? Alle? Auch Zuschauer? Movement, moin moin, seid gegrüßt. Keine Ahnung. So. Fern ist die Zeit von Hamilton heute. War top. Es war genauso viel, wie er gebraucht hat, um mal Max zu verdrängen. Dass Max mal nicht auf Pole steht. Ja, gewinnst du locker. Ja, glaub eher nicht. Ich glaube eher, dass
dass Marcel das macht in jedem Rennen. Wahrscheinlich Marcel jedes Rennen auf der 1. Kaffee läuft, sehr gut. Also ihr habt heute genug Zeit, Fragen in den Chat zu hauen. Ich hoffe, dass ich heute ein bisschen was beantworten kann. Also so neben den Rennen auf jeden Fall. Also wir haben heute mehr Zeit zu quatschen als zu fahren wahrscheinlich. Grand Prix morgen. Prediction morgen. Ich fände es krass, wenn Hamilton das gewinnt, glaube ich aber nicht. Da wird der Mercedes zu schwach sein. Ich glaube, Verstappen 1, Hamilton 2. Und Norris, schätze ich, der könnte stark genug sein, um das auf jeden Fall auf 3 nach Hause zu fahren. Eventuell sogar Hamilton gefährlich werden. Das ist so meine Vermutung. Was hinten passiert, habe ich absolut keine Ahnung. Es könnte alles passieren. Ich habe heute schon gedacht, die beiden Alphas sind sehr, sehr strong gewesen. Da bin ich mal gespannt, weil die sahen sehr gut aus auf den Hard-Reifen, auf den Hard und Medium. Auf den Soft waren sie dann nicht so strong, komischerweise. Aber ich glaube, dass man in Ungarn auf jeden Fall Medium, ich weiß nicht, ob man den Harden fahren wird, ich glaube schon. Also die Alphas werden morgen eine Überraschung sein. Ach, heute bist du in Berlin und nicht in Wien? Okay, also nur heute so. Ich schaue über F1 TV immer. Also ich habe F1 TV vor ein paar Jahren damals noch abonniert. Und F1 TV gibt es ja offiziell schon gar nicht mehr. Das heißt, ich habe keinen Sky. Ich habe nur F1 TV. Da gibt es dann nur Formel 1 zu schauen. Nichts anderes. Formel 1, aber auch historische Formel 1 Rennen kann man sich da anschauen. Richtig, richtig nice. Aber ich glaube, man kann da kein Abo mehr abschließen einfach. Das ist super traurig, weil Sky das ja jetzt alles hat. Joe, einfach P5. Wie viel Vorsprung wird Verstappen haben? Ich glaube, dass es nicht so eindeutig ist. Verstappen hat ja heute schon gesagt, dass er relativ viel gestruggelt hat. Boah, schwierig. Ich glaube, es werden nur so 10 Sekunden sein, sage ich. Echt, es geht noch? Kann man sich noch anmelden für F1 TV? Also, falls ja, kann ich das nur empfehlen. Ist super, super geil, weil wenn ich halt, also ich schaue halt keinen Fußball. Das ist halt das Ding, da lohnt sich halt Sky auch null dann, wenn ich keinen Fußball schaue. Deswegen F1 TV, nur Formel 1, Formel 2 auch, Formel 3 Rennen kommen ja auch ab und zu. Porsche Cup ab und zu, also super, super geil. In Deutschland gibt es das nicht mehr. Wahrscheinlich, weil Sky komplett die Rechte hat in Deutschland. Österreich weiß ich nicht. Aber im Free-TV, ja, wäre schon wichtig. Also merkst es halt auch, so als YouTube-Mensch, seit diesem Jahr ist einfach das Interesse, oder allgemein seitdem das nur noch Sky macht und nicht mehr RTL, ist das Interesse so viel weniger geworden auf YouTube auch, weil die Leute das halt nicht mehr im TV anschauen können. Das ist halt super schade. Klar ist F1 jetzt im Moment mit Max Verstappen jetzt nicht unbedingt das Spannendste der Welt. Das muss man halt leider schon sagen. Wenn Max Verstappen halt nicht wäre, ist halt so wie Schumi damals. Wenn der nicht wäre, dann wäre es super krass. Das wäre eine super krasse WM. Weil alles, was hinter Max Verstappen passiert, ist halt so irgendwie so ein bisschen unvorhersehbar. Genau wie Russell heute. So, ich bin mal gespannt, was jetzt endlich losgeht zum ersten 3-Runden-Rennen. Ich hab mir schon gedacht, dass wir viel quatschen werden heute. In Österreich, ORF und Servus TV übertragen die alle Rennen. Das ist krank. Das ist krank. Also ihr Österreicher, ihr seid halt schon sehr, wie sagt man, privilegiert. Privilegierte Menschen. Richtige, richtige Premium-Menschen seid ihr in Österreich. Es war Teamfehler, bisschen ja. Schon. Aber man weiß es halt auch nicht. Man weiß es halt nie. Wenn jetzt alle auf einmal rausfahren, hast du das immer, dass Stau ist. Dann kommt halt immer irgendein Stau zustande und wenn du da halt nicht ganz vorne bist, dann hast du halt... Tja, dann war's das. Schweiz im Free-TV. Okay, dann sind die Schweizer unter euch noch krasser dabei. Aber ja, man bräuchte halt einen Schweizer Fahrer. Ist halt... Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen krasser. So, also Auto ist ausgewählt. Keine Ahnung, wann die ersten bereit drücken. Das erste 3-Runden-Race. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt die Handschuhe überhaupt anziehen soll für die ersten 3 Runden. Luxemburg. Ja, ziehen wir einfach um nach Österreich dann.
Einfach umziehen. Deshalb. Einfach nur deshalb. Um Max dann zuzuschauen, wie er jedes Rennen gewinnt. Hauptsache dann in Österreich oder Schweiz wohnen. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt... Ich glaube, wenn ich jetzt keine F1-TV hätte, ich wäre schon ziemlich sad. Also es ist schon bitter. Zum Beispiel mein Dad war auch lange Formel 1-Fan. Wegen ihm habe ich es ja so ein bisschen angefangen auch zu gucken damals. Aber er schaut es halt auch nicht mehr, weil er hat halt auch kein Sky, gar nichts, kein Netflix, gar nichts. Hat halt auch aufgehört einfach zu schauen. Ab und zu noch irgendwie Wiederholungen oder so. VPN. Ja, ich sag mal, auf dem offiziellen Weg ist schwierig. Mir gefallen die trockenen Expertenmeinungen von Ralf Schumacher und Timo. Also Timo Glock finde ich ein super cooler Dude, was Kommentieren betrifft. Ralf Schumacher weiß ich nicht. Ralf Schumacher ist oft sehr so in eine Richtung. Also wenn ihm was irgendwie nicht passt, wenn ihm eine Person nicht so passt, wie mit zum Beispiel, klar, wie mit Mick rumgesprungen wird bei Haas, da feuert er halt natürlich super krass gegen Günther Steiner, was ja vollkommen berechtigt ist. Aber er ist schon manchmal straight in eine Richtung, wenn ihm was nicht passt, dann sagt er das halt auch ganz offen. Und Timo Glock finde ich ein bisschen neutraler. Ein Ticken. Deswegen finde ich, ich feiere das immer, wenn Timo Glock mit Sascha kommentiert. Das ist immer, ich finde, beste Paarung. Beste Paarung ever. Oder, was auch krass wäre, Vettel. Vettel als Kommentator, Leute. Wie geil wäre das denn? Vettel zusammen mit Sascha Roos. Das wäre krass. Ja, Hamilton wird es schwer haben. Ja, es wird auch Hamilton nicht machen. Es wird, also habt ihr gesehen, der hat die Runde runtergeballert. Und Verstappen hat ja in der letzten Runde noch ein paar Fehler reingehauen. Sonst wäre es halt auch wieder eine Verstappen-Pole gewesen. Ja. Ist zu befangen. Manchmal. Ralf hat manchmal ein paar schlechte Tage einfach. Und wenn Ralf, und das ist auch so eine Sache, das mag ich an Ralf zum Beispiel nicht. Wenn Sascha sich irgendwie verspricht oder irgendwas Falsches sagt, dann reitet Ralf dann so ein bisschen drauf rum. Und das mag ich irgendwie nicht so. Das mag ich dann nicht so. Weil ich mir denke, ah, komm, lass einfach. Lass stecken. So ist wie Mick, sagt mal, Rekord seines Vaters knackt. das wäre krank. Wenn er zurückkommt und kurz sieben Titel holt. Ralf besser? Ja, also gibt die und die Meinung. Ich finde Timo in der Kombination ein bisschen cooler. Timo Glock mit Sascha Roos. Perez, schwierig. Ich glaube, Perez wird es schwierig haben, nächste Saison noch bei Red Bull zu fahren. Auch wenn Team sagt, Perez wird weiter 2024 auch bei Red Bull sein. Bin ich mir da noch nicht ganz sicher. Wer ist halt schon krasses, aber allgemein bei Red Bull geht man halt immer so den Weg, okay, schwache Leistung, direkt Fahrer setzen. Das hat man jetzt auch bei McLaren gesehen, dass Ricciardo war ja zwei Seasons jetzt, deutlich schlechter. Musste halt auch gehen. Und das ist halt wahrscheinlich dann bei Red Bull dann auch wieder so. Schätze ich mal. Grazie. Timo unterbricht zu oft, echt? All of you. Okay, ja, das ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Und Daniel, herzlich willkommen. Als Supporter. Wir brauchen übrigens noch 6 Mitglieder. 6 Mitglieder für ein neues Emote. Für einen neuen Emoji im Chat. Wir haben die letzten Streams richtig krank Mitglieder gesammelt, Leute. Jetzt ist so richtig krasse Armee an Emotes verfügbar. Hier, die hier zum Beispiel. Also... 6 noch, dann können wir... Ich habe nur noch keine Idee für ein neues Emoji für den Chat. So, ich entmute mich mal kurz, nicht, dass der Dude denkt, dass Old Bunny denkt, ich bin nicht mehr da. So. Bist du noch mute? Ja, René, auf alle Fälle. Okay. Ah, jetzt geht's los, oder? Einmal bitte. Hallo. In der Lobby geht los. Okay. Jawohl, perfekt. Perfekt, pünktlich. Jawohl, können wir die ersten 3 Runden fahren. Mach dich bereit. Belgien. Gut, Leute, es geht los. Blitzqualifying. Hätte ich jetzt aufgepasst, wüsste ich, worum es geht. Blitzquali und dann 3 Runden. So. Ich hoffe, dass alles korrekt eingestellt ist, dass hier Gaspedal und so einmal komplett... Biro. So.
So, ich mache mich auch mal bereit hier. Let's go! Ich hoffe, dass wir nach dem ersten Rennen nicht so viel Pause haben. Ich hoffe, dass wir heute keine Lobbyprobleme haben. Ja, das natürlich auch. Genau, Setups sind ja fix heute. Also Setups werde ich keins auswählen, nicht, dass ihr euch wundert. Blitzqualifying. Oh, gut, das gut, ist auch gut. So eine Sache immer, Blitzqualifying. Die Spannung steigt, ja. Dir auf jeden Fall viel Erfolg. So, Daumen sind gedrückt, danke. Spa, ich hoffe, ich verkacke die Runde nicht ins Spa direkt. Audi, danke. Also. Habe ich Sound? Habe ich überhaupt Sound auf Aria? Auf Aria, Leute? Jetzt müsste Old Bunny ein bisschen besser sein, zeig ich nicht mehr so laut gemacht. Hört man mich bei dir auch gut? Ist ich lauter oder so? So, Setup. Einfach das nehmen. Voll genau, aktuelles Setup ist eingestellt, Voreinstellung 5. Okay, oh Gott, das genau. Hat er genommen? Alles klar. Okay, daran können wir nichts ändern. Der hat schon gleich eine gedrückt. Ja, ich glaube, das geht automatisch okay. Jetzt gleich los, weil Setup ist ja eh fix. Also Setup kannst du eh nichts ändern. Der hat gleich eine gedrückt. Ja, sowas. Hätte ich sie... Okay, ich mute mich kurz. Alles klar. Dann gleich auf die Strecke. Bitte, bitte, Force Feedback, sei da. Ja. Boah, ich hasse Blitzqualifying so. Ohne Aufwärmrunde direkt rein da. Die Bremsbalance ganz dringend umstellen. Boah, kein gutes Qualifying. Ja, P5 wäre schon mal nicht schlecht. Okay, sieht nach P5 aus. Jo, P5. Ganz okayer Startplatz fürs erste 3-Runden-Rennen. Die dürfen nicht so gut sein. Wo bist du gelandet? Patrick, dein Mikro ist immer noch gemutet, falls du was sagst. Oh Gott, ich bin auch dumm. Deswegen. Ja, ich höre das oft nicht oder ich sehe das oft nicht, weil ich alles so minimiert habe. Okay, ja, ich höre das. Ich habe das auf dem Stream Deck, habe ich da so ein zwei Tasten. Ah ja. Ja, manchmal checke ich das nicht. Ja, wo bist du jetzt? Platz 7. Okay. Platz 7. Oh, krass, wie viel haben wir jetzt hier keine Zeit gesetzt? Ich habe die erste Kurve, bin ich auch fast rausgeflogen. Also. Warte mal, ist auf streng gestellt, deshalb? Nee, keine Zeit hier. Also die, glaube ich, erste Runde, war erste die alle Kurve sind die alle raus. Hä? Der wollte ja gar nicht. Oder sind gerade so viele Leute raus? Wo ist Marcel? Macht er von hinten? Aufholjagd? Ja, wahrscheinlich. Ja, dann kriegt er ja gleich das stärkste Auto. Achso, na gut, wenn er nach vorne kommt, nicht. Ja, wahrscheinlich macht, ja, vielleicht Marcel die Strategie dann. Naja, egal. Also, ja, schätze mal, dass wir trotzdem alles rausquetschen versuchen. Ah, hier, Icy hat die Saison verlassen. Ah, dieses Cosplay funktioniert noch nicht richtig. Ja, manchmal zickt es ein bisschen. Ja. So, nicht bereit drücken, hieß es. Genau. Autoeinstellung können wir eh nichts machen. Doch, das dürfen wir. Okay, jetzt gehen alle raus, oder was? Warte, ich guck mal, was die sagen. Gehen wir kurz im Stream. Ende P2. Bräuchte es so ein Pulsmesser? Ah, lieber nicht.
Vor allem nicht in Liga-Rennen. Das ist viel zu krank dann. Last to first probiert Marcel. Hat er deswegen keine gesetzt. Alle verlassen die Session. Bug das schon wieder rum, das Game. Mal kurz in den Chat gucken. Von der Comedy, da jemand das geschrieben hat. Die machen weiter, wie es aussieht. Ah, okay. 18 Sekunden. Ja. Dann geht's jetzt gleich los. Das waren jetzt 3 Runden, ne? Ja, 3 Runden rennen nur. Aber warum geben alle auf jetzt? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Auch nicht. Oder sind wir rausgeflogen? Das ist ja auch, wenn man selber rausfliegt, dann verlassen alle die Session. Alle müssen verlassen. Okay, ja, dann verlassen wir halt. Dieses Game. Du kannst kein vernünftiges Fun-Event machen, ey, manchmal. Bist du rausgegangen? Ja, ich gehe jetzt raus. Nee, was ist? Komm, jetzt treten sie wieder bei. Fehler. Nicht genügend Spieler vorhanden. Ja, moin. Cool. Deswegen lohnt es sich halt auch, längere Rennen zu fahren, wenn du jetzt jedes Mal sowas hast wie 3 Runden. Na gut, aber wir sind noch in der Lobby drin dann. Warte mal kurz. Ich guck mal, ob ich eine Einladung hab nochmal. Oder ich joine nochmal nach. Ich kann ja eigentlich. Ja, warte mal. Den kann ich nachjoinen. Ah, Marcel ist auch im Main Menü, sehe ich gerade. Ich join jetzt mal Kevin nach. Ah, ne, geht nicht. Nee, er sagt auch gerade, die sind alleine in der Lobby. Was ist das denn schon wieder? Cool. Können wir heute ein bisschen mehr quatschen wie fahren. Cool. So läuft das. Vielleicht warten wir einfach mal auf die nächste Einladung dann. Ja. Oder? Ja, denke ich auch. Jo. Grand Prix mehr Spieler. Läuft nicht so, wie die Jungs sich das vorgestellt haben. Ja, ist auch immer ärgerlich. Geben sich Mühe und dann backt das Spiel da so rum. Mann. Vielleicht kommen wir ja heute noch irgendwann zum Fahren. Ich weiß jetzt nicht, was sie machen wollen. nochmal Blitzquali fahren oder? Aber wir haben ja heute Zeit. Heute ist Samstag. Heute haben alle Zeit. Da, ich habe eine neue Einladung. Ah, dann schaue ich auch mal. Moment. Nö. Schaut noch nicht so danach aus. Ich wollte gerade sagen, Katrin, jetzt hast du mich nicht jetzt hier nachjoinen können. Nee, ich brauche, glaube ich, eine separate Einladung. So. Schätze ich mal. Kommt bestimmt gleich. Ja, ist gerade bei noch. Die joinen jetzt alle. Solche Probleme, dann kommen nur 3 Runden. Ja, das habe ich den Jungs auch gesagt. Ist halt, sie sollen einfach das nächste Mal direkt mit 25% anfangen. So, jetzt habe ich eine Einladung bekommen. Und dann am besten 50er hinterher. Das ist eigentlich eine coole Idee. Eigentlich ist es eine coole Idee, das zu machen so. Also, dass die Renndistanz immer länger wird. So, jetzt sind wir wieder drin. Aber du hast halt das Spiel nicht auf dem Plan. Wie läuft die Selbstständigkeit? Ganz gut. Bin soweit zufrieden. Was sagen die sonst in ihrem Stream? Ich hab's leider jetzt gerade. Sollen wir nochmal reinschauen? Ja, ich hab nebenbei laufen. Okay, aber dann kannst du ja sonst erzählen, weil muss ich nicht die ganze Zeit raus und rein. Schätz mal, dass wir nochmal neu machen. Nochmal neue Blitzquali, denke ich. Gehe ich mal von aus. Ja, waren ja zu viele ohne Zeit. Ja, deswegen wahrscheinlich hat es die Leute. Ich habe es während dem Fahren schon gesehen, dass die Leute gekickt hat. Mhm. Wenn ich das richtig gesehen habe. Marcel wird wahrscheinlich trotzdem keine Runde fahren. Der wird einfach. Aber die Verbindung ist aber auch schlecht. Dass das immer so mal gelb und ein bisschen rot wird, ist es ja okay. Aber das ist ja hier. Ja. Dauerhaft rot. Könnte an Crossplay liegen. Ja. Ich hatte ja letztens. Oder am Host, ne? Ja. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich habe leider keine Referenz, wie das in anderen Games ist, so der Online-Modus, ob da F1 ein bisschen schwächelt. Da schwächelt F1 eindeutig. Hm. Ja, weil die halt keine Server sind, ne? Wie lange immer noch ein Spieler den
Server selber aufmachen muss, gibt es immer Probleme. So, Champion Joe ist hier in der Lobby, aber hat noch kein Auto. Darius ist auch noch nicht. Achso, Auto ist hier auch. Nee, hab ich. Moin, Patrick. Ja? Du hast Auto ausgewählt. Ja, hab ich. Ja. Ja, dein Auto ist schon Ferrari. Aber so ein Event macht halt auch keinen Sinn, Leute, wenn ich da ein Video machen würde dazu. Erst 3 Runden, dann 5 Runden, dann ist halt eher so ein Spaß-Event, was man echt gern online mal kurz mitnimmt auf dem Livestream halt. Was steht heute auf dem Plan? Alles in der Videobeschreibung und oben angepinnt. Sonst kurz nochmal zurück im Stream. Können wir da schauen. So, mal gucken, was die sagen. Also siehst du, bei Kevin hat sich das Internet verabschiedet. Achso, nee, gestern sagt er. Ah, okay. Schön. Moin, Jörg. Den Bart, Alter. Soll ich nochmal, ist gerade interessant reinzuschalten, dann schalte ich nochmal zu den Jungs. Oder haben die länger noch? Oder? Nee, sieht nicht so aus. Ich krieg die Zeit tot. Ah, okay. Gut. Dann können wir jetzt noch ein bisschen quatschen. Also ich quatsche jetzt noch ein bisschen. Ja. So, die Verbindungen sind schon wild, ja. Leute. Ich hatte so Angst. Hatte so Angst vor dem Event heute. Aber es wird trotzdem lustig. Ich glaube, wenn es mal losgeht, wenn wir mal schaffen, das erste Rennen zu fahren, wird's cool. Dann wird's richtig witzig. Und Marcel zu schlagen, ist die Aufgabe. Das irgendwie zu schaffen. Aber ich glaube, es sind ein paar Leute, die heute relativ weit mit vorne mitfahren. F1 Racer zum Beispiel auch. Ich glaube, dass es da so ein paar Kandidaten gibt, die Marcel schlagen können. Ping ist mal echt übel. Ich hatte das noch nie, dass es so wild aussah. Bei Feller, Dude, ist rot. Ich hoffe nur, dass es in den Liga-Races in ein paar Wochen oder in 2 Wochen oder wenn es auch immer losgeht, dass das dann läuft. Weil das Game ist einfach so geil. Das Game ist richtig gut, seit Jahren ist es richtig gut. Zumindest was das Fahrerische angeht. Aber es ist halt immer noch an der einen oder anderen Ecke zu viel Problems. Ja, jetzt drücken sie bereit wieder, die Jungs. Mal auch bereit drücken, oder? Geht's jetzt los, oder? Gucken, ob wir heute 3 Runden schaffen. 2 Stunden, 3 Runden rennen. Juhu! Ja, wir fahren mit Standard-Setups. Seid selbst. Nee, also anderer Stress. Es ist so kreativer Stress mehr. Also es ist nicht so der Stress, ich muss das jetzt hier fertig machen, sondern eher so, was ist die nächste Idee, was ist das nächste Format, das ist eher ein anderer Stress. Aber alles okay. So, mein Arsenic. So, ich drücke jetzt auch mal bereit. Einmal bitte bereit machen. Jawohl. Ja, der Stream könnte heute länger dauern. Glaube ich. Also nochmal von vorn. Der Zeitplan ist schon eine halbe Stunde verschoben. Ja, das ist immer so. Das ist immer so. Ich glaube, ich rechne bei Comedy GP rechne ich immer so eine halbe Stunde bis Stunde mehr drauf. Ja. Die Jungs planen immer so optimistisch. Ja, habe ich auch gesehen, wo ich die Zeitplan gesehen habe. Ja. Ja, okay, jetzt stehen wir auch direkt schon am Start auf P5. Das passt auch. So. Also, ach, jetzt ist... Ah ja, das Setup ist noch so wie vorher. Achso, ist das alte, ja. Genau. Okay, das heißt, Sprit können wir auch nicht einstellen. Nee, wir dürfen nur Differentialbremse und... Genau. Was war's noch? Ne, mehr nicht. Sprit ist bei allen gleich. Also über 4 Stunden wären es heute schon. Ja, safe. Ja. Safe. Mit allen Rennen, mit allen Auslosungen und so. Okay, los geht's. Können wir da so zumindest mal 3 Runden schaffen. Ohne dass
die Art, wie die Action reinkommt. Ab geht's. Oh, schlechte erste Kurve. Oh, ey, hey, der schnupst mich einfach. Oh, da dreht sich einer. Oh, da hat sich der nächste gedreht. Oh, jetzt geht es hier. So, ich bringe den Bremsbalance wieder. Ah, die passt noch sogar. Verlaufen ist okay, sieht gut aus. Oh, das ist der nächste Ausfall. Ach, von hinten kommt so Schnatter geflogen. Die fahren hier Linien. Das könnte heute chaotisch werden. Das sieht gut aus für Ferrari im Moment. Ja. Stark. Wir holen das Ding. Wir holen den Pokal. Und dann fahren wir eher mit Williams gleich. Genau. Aber Williams ist auch okay. Ist auch okay. Gutes Auto. Ja. Heute waren sie ja stark. Oh, also bei mir lenkt das gar nicht ein. So, erste Runde geschafft. Allein, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt geht. Tiefer auf 15, oh, okay. Auch ordentlich drauf. Ja. Junge. Also Teamsieg ist heute wichtig. Alles andere ist komplett unwichtig. Also, Training, sieht das als Trainingsrennen an, wir müssen formal machen, das hat das Qualifying von da vorne übernommen. Was? Oh. Nein, ihr könnt es durchfahren, aber so. Ihr dürft es durchfahren, aber wir, ja, seht als Trainingsrennen an. Wir müssen es dann aber nochmal neu machen, weil das hat das alte Qualifying von. Ich sag doch. Alle guten Dinge sind drei und das Schauen kommen, wir stehen schon vorbereitet. Ja, ja, der Stream geht heute bis 12, Leute. Alles gut hier. Wir haben Zeit heute. Heute XXL-Stream. XXL Formel 1-Stream. Mein erster 24-Stunden-Stream. Ich kriege aber langsam mit den Reifen. Wie warm sind die? Oh, geht aber. 100 Grad. So, machen wir jetzt den Dive. What? Was ist jetzt los? Ist alles geboostet, was? Hä? Okay, DRS ist ja eh Trainingslobby. Egal. Alles geben für das Podium. Oh, Junge, echt jetzt? Oh, er blinkt schon. Dosen blinkt schon. Oh, Ruf hoch blinkt er schon. Ja, Darius auch, aber klingt auch schon. Ey, die haben noch ein anderes, die haben noch weniger Flügel, Alter. Ah, okay. Nein. Ich wechsle ab. Hier. Das Trainingsrennen, Leute. Alles gut. 24 Stunden Rennen. Ein bisschen später wäre er auch relativ früh dann rübergezogen, hat schnell eingelenkt gerade. Alles okay. Was war das für ein Ghosting gerade? Ist Ghosting eingestellt oder ist es gerade irgendwie falsch? Man kann ja auch irgendwie einstellen, dass erste Runde oder zwei Runden nichts passiert oder so, ne? Okay, nachher war es also besser. Also gut, schaden sie ja eh aus hier jetzt. Ja.
Boah. Das wird schon heftig. Also die Rennen, die dann so ein bisschen länger gehen, die werden schon auch heftig dann. Glaube ich auch. Ja, hier fahren alle richtig hohes Risiko, glaube ich. Vor allem jetzt drei Runden. In drei Runden. Oh mein Gott, was? Marcel ist hinten drauf gerauscht. Oh ja, vorher schon mal gut zum Einkommen. Was ist Marcel? Das war das Maiko. Okay, das war der erste Vorgeschmack. Die ersten anderthalb Runden gingen gut, denn auf einmal ist voll mir die Geschwindigkeit eingebrochen. Aber das Feld ist crazy. Ja. Also, das siehst du ja an drei Runden oft schon. Wie es so abgehen wird. Boah, das wird krass. Das werden krasse Rennen, Leute. Letztes Mal war auch sehr crazy. Okay. Also wird jetzt halt jetzt nochmal neu gemacht, wahrscheinlich. Ja. Nochmal drei Runden neu. Also können wir rausgehen, aufgeben. Also ich bleibe jetzt mal in der Lobby drin, oder? Also drin, ja. Mal gucken. Genau, werden wir nochmal das gleiche ran wahrscheinlich. Dann fahren wir jetzt eine neue Lobby. Ja, gehen wir einfach mal weiter. Naja, Top 5. Ja, ich geh jetzt raus. Reicht für mich. Top 5, alles gut. Ja, können wir Feierabend machen. Ja, mein Internet spinnt gerade. Ich muss los. Ja, der letzte gerade noch zu viel gewollt. Da wollen wir das Podium wollen wir zu arg gerade. Ja. Macht schon Spaß, ja. Ich glaube, das wird mal wieder so ein richtig gutes Fun-Event. Weil die Liga-Races sind ja meistens sehr... Boah, F1-1-42. Die sind ja immer sehr, 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 wie sagt man, intens. Das wird auf jeden Fall mehr Spaß 43. Heute. Wird aber vielleicht auch ein bisschen Rackfest, mal gucken. Ich glaube, vorne... Gut. Vorne wird schwer, um Siege. Das erste Rennen ist ja Schaden ausgestellt. Und her ist reduzierter Schaden, ne? Da kannst du dich dann auch abschießen. Wer entscheidet, welche Strecke gefahren wird, das ist im Hauptstream von The Comedy. Könnt ihr vorbeischauen auf Twitch. The Comedy, das sind dann die Jungs und die tun da immer auslosen oder wie auch immer. Was war jetzt eigentlich der Fehler? Ich habe es gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Irgendwas mit Qualifying habe ich verstanden. Aber was ohne Qualifying war? Ja, dass irgendwas falsch eingestellt war oder so. Manche waren irgendwie komischerweise geghostet. Ja. Jetzt in dem Rennen. Okay, dann rausgehen, oder? Du bist auch raus. Ich bin noch drin, ja. Sind alle drin. Okay, ja. Sind alle drin. Ne, passt. Gerade dachte ich, bin der Einzige hier drin. Jetzt bloß nicht rausgehen aus der Lobby. Junge, so viel Puls direkt bei drei Runden. Ja. Meine ist immer noch bei 106. Cheat. Direkt. Den Ghost-Cheat genommen. Boah, ich habe mich gerade richtig erschreckt, wo der Mercedes da, ich glaube, das war Marcel, der da gestanden ist. Kann das sein? Oder war, ich habe keine Ahnung, da stand irgendein Mercedes, der dann geghostet ist, sonst wäre er voll drauf geknallt. Hm. Stand mitten auf der Strecke, ey. Aber erschreckt man sich, weil wenn man so liegen fährt, wo Ghost aus ist, und dann fährt man auf einmal durch. Also drückt man das Herz in die Hose. Ja, vielleicht deshalb Schaden aus, ja. Ach so, weil die anderen keine Zeit hatten, deswegen. Ach so, ja. Rennen gegen Zuschauer gab es auch schon. Musste man aber in Discord kommen dafür. Na, jetzt noch Open Lobby. Mit den Leuten. Oder, ach so. Fahrer, die noch Open haben. Lobby. Mit Zuschauern. Open Lobby habe ich, glaube ich, noch nie so richtig gemacht. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, Open Lobbys, weil es immer welche gibt, die halt alle anderen Leute abschießen wollen. Das finde ich immer doof. Das ist leider immer zu oft der Fall. Ja. Wann neues Lenkrad benutzen? Nächste Woche irgendwann. Ende nächste Woche aber erst. Schätze. Ja, habe ich gesehen. Was willst du damit fahren? Wahrscheinlich so die alten Schumi- und Senna-Kisten damit. Ach so, okay. Cool, ja. Aber auch so andere Autos, wo man halt einfach Handgangschaltung braucht. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Also ich habe jetzt halt noch gar nichts installiert und so. Ich muss das alles nochmal neu drauf machen, ganzen Treiber und so, ja, und hoffe, dass das funktioniert. Aber Spaß ich damit. Ja, genau, zum Beispiel. Stimmt, Marcel war hinter uns. Dann war es der andere Mercedes, der da plötzlich stand.
Oh, ich habe meine Hand rausgezogen. Das deutsche Fahrer zum Mercedes wechseln. Das Setup jetzt nochmal gleich bleibt? Ja, schätzt, alles ist gleich. Oh. Weil das Setup wird ja wieder so vorgegeben, wie du. Hm. Also wie das Spiel vorschlägt. Geh ich mal von aus. Okay. Also, dann. Ah, wobei, ja, Blitzqualifying jetzt nochmal. Na gut. Also, wir haben jetzt 18.56 Uhr. Wir haben noch nicht mal das erste Blitzqualifying gefahren. Ihr wisst Bescheid. Wir sind heute bis 12 Uhr unterwegs. Ja. Heute gibt es einen sehr langen Formel 1-Stream hier. Ja, Setup passt. Du musst dann direkt auf der Strecke muss man direkt die Bremsbalance anders einstellen. Ja, du kommst hier rein ins Setup. Du kannst ja da jetzt auch schon umstellen. Ja, ja. Ach stimmt, ich komme ja hier direkt rein. Dann könnte ich das eigentlich auch hier schnell machen. Aber mir geht's gerade nicht. Dann mache ich das hier schnell. 57 machen. Aber mehr darf ich ja nicht machen. Setup darf man ja nicht verändern. Okay. Nochmal. Jetzt Qualifying. Kurve wie vorhin. Boah, ich fahr so einen Mist zusammen heute. Schiebt so raus das Auto so doll. Die erste Kurve war schon mal besser, stimmt. War aber auch schon schlechter, also. Na, schlechteres Qualifying als eben. Platz 6. Platz 13. Wo warst du? Gerade eben auf 7, 8 oder sowas, ne? Ja. Naja. Ab wann ist Open Lobby? Wenn das Event vorbei ist. Ich frage mich nicht, wie lange das geht. Start war 18 Uhr, ja. Jetzt ist Start, 19 Uhr. Ja, Marcel hat keine Runde gefahren. Ich bin mal gespannt, wie weit Marcel in drei Runden kommt. Er war schon recht weit vorn, tatsächlich, ja. Im ersten Testrennen. Ich bin gespannt, ob er das auch mit so einem Standard-Setup schafft auch. Ja. Ja, der schafft es, egal wie. Also im Mercedes auf jeden Fall, da ist er ja auch geübt jetzt drin. Ja. Ich weiß noch nicht, wie es in anderen Autos ist. So, neuer Versuch, neues Glück. Er will euch alle schnupfen. Also. Geht er. Nochmal. Nochmal auf neun. Im Getümmel. Ja, genau. Setup ist jetzt wieder safe. Und jemand hat gedrückt, aber ja. Ist, glaube ich, okay. Ist, glaube ich. Ich meine, jetzt sollten wir alle bereit sein. So eine Stunde später. Ja. Das erste Rennen. Alter Hasen ins Cockpit. Okay, also nochmal drei Runden. Wichtiges Rennen, weil es direkt 20 Punkte gibt, glaube ich. Habe ich das richtig gesehen? Für einen Sieg gibt es 20 Punkte. Oh, jeder bekommt einen Punkt. Für jeden Platz gibt es einen Punkt.
Auf geht's. Oh, ich komme gar nicht durch, so eng ist das hier. Oh. Da ist auch Platz 13 vor. Achso, hier, Streckenlimit ist regulär. Ja. Glaube schon. Komm mal schön cutten. Auf geht's. Ferrari. Forza Ferrari. Forza. So, ganz verlaufen, es passt noch. Ganz ja, müssen wir ein bisschen runterdrehen, vielleicht auch. Uiuiui, uiuiui! Fahren wir direkt den Stream hinterher. Leckt da ein bisschen rum, Stewie. Boah, Klaus ist rennt gerade um Platz 4. Ey, mit Stewie bin ich auch mal gefahren zusammen in einem Team. Wir treffen uns gerade seit Ewigkeit mal wieder auf der Strecke. Der erste ist erst Runde 3. Ach, dachte nur, dass wir da reinkommen ins DRS gleich. Oh, dann habe ich da einen rausgeholt. Der war noch Position, habe ich gar nicht mitgekriegt. So, los, auf geht's, letzte Runde. Was waren denn die ersten drei da vorne? Oh, da hat sich noch einer draußen. Na Leute, läuft doch. Da hat sich einer gerade richtig abgeschossen. Komm schon. P4 muss, oder? Scheiße, ich bin aus dem DRS raus. Nee, doch nicht. Schweinert. Boah, Stewie kämpft richtig gut hier. Boah, das wird super close, der wird da nochmal vorbeigehen. Oh komm, jetzt nicht abschießen! Oh, Kollege! Was ist passiert? Ja, der hat mich gerade rausgedrängt.
Ich bin auf der Strecke. Wow, jetzt hat er genug ERS, oder was? Oh, stark, sweet. Sehr, 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 sehr gut. Hat er da noch was übrig im Köcher? Junge! Stark! Ah, scheiße. Nicht schlecht. Ich hab noch Platz 9 verloren. Nicht schlecht. Da war dann doch der Saft aus. Da war echt zu viel benutzt. Hat einen guten Run. Also Stui hat einen guten Run auf die lange gerade. Ich muss mal kurz den Camel straight oben. Nee, was war? Puh. Mann, ja, ich hätte den. Das DRS hätte ich zum Anfang nicht so viel pulvern sollen. Na gut, 6 Plätze gut gemacht. Ja. Wie viele Punkte? Wo ist er gelandet jetzt? 10. 10, da. Das heißt, 10 Punkte für dich. Oder? Ja, ich glaub schon, ja. Ganz okayes erstes Rennen. Jetzt gleich gut, nächstes Rennen mit 5 Runden. Dann mit 25, ja. Oder? 107, dann 35. Ich mach schnell auf Kette. Ich bin wieder da. Yes. Da habe ich nicht mehr mit gerechnet, dass der da so zurückkommt, Junge. Stui, Mensch. Forza Ferrari, 5. Platz. Die Nebelwand. Ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich so ein Online-Ding noch, dass da plötzlich so viel Rauch kommt. Also, wo ist denn jetzt Marcel gelandet? Marcel, wo bist du? Marcel 18. Hat Marcel. Ist Marcel abgeschossen worden, vielleicht irgendwo? Können leider jetzt nicht die Wiederholung anschauen direkt. Marcel, nur 18. Platz. Das heißt, 3 Punkte für Marcel. Was macht Mercedes? 8 Punkte für Dursun. Hey, wir haben gerade echt gut gepunktet. Warte mal. Okay, Aston Martin hat stark gepunktet. Aston Martin hat jetzt mit F1 Racer und Stui richtig gut gepunktet. Hey, Stui ist aber auch krank gefahren gerade. Das war echt gut. Wo ist denn Marcel gelandet? Ja, ziemlich weit hinten. Ich glaube, da war irgendwas. Ich habe, glaube ich, einmal ein bisschen die Tür war ein bisschen von mir. Aber ich hoffe, dass nicht er das war. Aber ich glaube nicht. Hamilton, geile Pole heute, ja. Genau das, was er bringen musste für die Pole. Jo, okay, dann wird jetzt wieder Strecke ausgelost. Genau, können wir mal reingucken. Ihr könnt auf The Comedy gucken, welche Strecke gleich als nächstes. Wir bleiben einfach in der Lobby. Ich schätze, es wird einfach jetzt nur kurz 2 Minuten dauern, bis die nächste Strecke ausgelost ist. Dann sind es 5 Runden gleich beim nächsten Rennen. Monaco ist auch Auswahl. Was? Echt? Ja. Auswahl. Oh, da brauchst du halt ein starkes Blitzquali. Ja, Monaco, Las Vegas, Miami. Bin für Miami. Es sind nicht immer nur 3 Runden. Es sind jetzt 5 Runden. Das nächste Rennen ist dann 25% und dann danach ist 35%. Die Zuschauer wollen bestimmt Monaco sehen. Safe. Oh ja, Rennleitung hätte man noch gucken können. Aber ich wollte ja die Wiederholung sehen. Ich wollte ja eigentlich nur die Wiederholung sehen bei Marcel. Das ist echter Ferrari-Fahrer, weil mindestens dreimal gestoppt. Ah, mindestens einmal gestoppt bei 3 Runden. Ja, stimmt. Wäre schon notwendig gewesen eigentlich. Wird's Monaco? Ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt, nochmal in den Stream zu gucken, während die Strecke ausgelost wird. Aber ich kann hier kurz in den Chat den Link reinposten. Wartet mal kurz, ich suche den kurz raus. Bei The Comedy. The Comedy. Weil wenn ich jetzt wieder auf den Stream gehe, dann kommt wahrscheinlich wieder Werbung oder so ein Spaß. Okay, ich habe den Marcel rausgeschossen. Ach, du hast Marcel rausgeschossen. Schön. Forza Ferrari. Ja, ich hab doch gesagt, mach ich. Ja, perfekt. Tut mir aber leid. Also direkt erste Aufgabe schon erledigt. Erfüllt. Oh Gott. Jo.
Also Monaco ist nicht boring. Also ja, zumindest online nicht. Also ich habe gerade den Link reingepackt. Da könnt ihr mal gucken. Da könnt ihr auch abstimmen auf Twitch, wenn ihr bei Twitch reinschauen wollt. So, achso, was haben wir für ein Auto jetzt? Wahrscheinlich. Ich guck mal auf Discord. Steht's bestimmt. Nö. Warten bitte mit den Fahrzeugen, heißt das. Das nächste Rennen auf Marcel, ich sehe ihn gerade auf Twitch. Monaco wird Action Game. Ja, Monaco weiß ich halt nicht. Also da brauchst du halt das Blitzquali, muss dann halt echt top laufen. Weil sonst hast du echt... sonst wird das nix. Las Vegas, weiß ich gar nicht, ob es zur Abstimmung kommt. Also ich hoffe, dass wir heute wenigstens noch irgendwie Ungarn fahren, dass das auch in die Abstimmung kommt. Da hätte ich schon Lust drauf eigentlich. Welches Lenkrad hast du, wird gefragt? Ich? Ja. Ich habe vom Fanatec das McLaren GT3 und die Beastie Clubsport 2.5. Ah. Okay. Hat das gehört. Okay, Autos sind wohl ausgelost. Oder zugeteilt. Ich schau nochmal. Ah, hier. Wir sind... im McLaren jetzt. Okay. McLaren nehmen. McLaren ist gut. Wir nehmen Norris. Also, für nächstes 5-Runden-Rennen McLaren. Jetzt kommt es halt auch drauf an. Soll das halt beim nächsten Rennen, soll das halt ein gutes Auto haben. Also im nächsten Rennen. Fürs 25% Rennen sollte man ein gutes Auto haben dann. Das heißt, dann ist eigentlich egal, was jetzt bei den 5 Runden rauskommt. Solange wir ein paar Pünktchen holen, so ein halbwegs vernünftiges Team wäre dann gut für die nächsten beiden. Ja. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man auch überall so ein bisschen Punkte holt und dann nachher so eine Gesamtwertung. Aber wenn eins ausfällt, ist schon immer Mist. Das klickt echt laut. Dein Lenkrad klickt anscheinend so laut. Oder meins? Ja. Okay. Ach so, oder war das die Tastatur gerade? Das ist das Blöde. Beim Discord kann man halt keinen Filter einstellen. Im Stream hört man das nicht. Aber im Discord halt. Du musst mich muten im Rennen. Ja, das mag ich an meinem Fanatec echt gern, dass das nicht so laut ist. Man hört das kaum. Also wenn ich hier, aber ich mag es gerne, dass das so ein bisschen stramm ist. Ja, manche mögen das auch voll, wenn das ordentlich klickt. Das ist irgendwie, sonst muss mich ein bisschen leiser machen, dann stört das nicht so laut. Aktuell ist es gut, oder? Also ja, aktuell fahre ich auch nicht. Lautstärke war bisher, glaube ich, hat sich niemand mehr beschwert. Aber du müsstest ja dann das Klicken auch hören. Ja, es ist mir jetzt nicht aufgefallen. So. Achso, okay. Also nicht so krass, vielleicht ist es den Leuten eher aufgefallen wie mir jetzt. Ja. Aber vielleicht war ich auch nur zu fokussiert jetzt auf das Sparring. Jetzt haben wir echt Monaco. Ja. Leute, wir brauchen ein gutes Blitzqualifying. Leute. Passend, er hat McLaren Lenkrad, sitzt im McLaren. Ja, kann ja nur gut werden. Kann nur gut werden. Wie läuft denn der McLaren in Monaco? Eigentlich sollte der gar nicht so schlecht sein. Oh, mein Chat schreibt, aber das war meine Kurve zum Glück. Na gut, aber. Jetzt sitzt Marcel im Mercedes. Also ich weiß es nicht, was Marcel jetzt in Monaco vorhat. Also Marcel wird jetzt kaum versuchen, keine Quali-Runde zu fahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, das wird crazy. Auch wenn es nur 5 Runden sind, wird das jetzt gleich der Tod werden. Wir werden absolut sterben, Dad. Oh ja. Das wird spannend. So ein Stadion runter.
Black Panther wäre nice. Den müssen wir jetzt fahren. Der kann Monaco. Der kann das. Aber ich mag Monaco auch gerne. Das ist eigentlich eine schöne Strecke. Marcel wird keine Runde fahren. Hm. Da bin ich mal gespannt, wie er sich dann durchs Feld mogelt. In 5 Runden in Monaco. Also selbst als E-Sportler in Monaco von hinten durchheizen und du weißt halt nicht, wie die Leute so fahren auf der Linie, ob die Linie halten oder rüberziehen. Boah, also wenn er das echt macht, okay. Bis zum Bunny kommt er denn wieder. Jarno fährt nicht, Marcel. Jarno fährt. Okay. Alles klar. Wir tauschen jetzt. Okay. Jo. Bereit wären wir. Ich muss gerade mal bei Marcel hier kurz reingucken. Mal ganz kurz hier, wo ist denn Marcel? Twitch. Vielleicht können wir auch auf Twitch gucken. Ach, ich weiß nicht, kann man auf Twitch Werbung komplett ausstellen? Es geht nur, nee, bei denen, die man abonniert hat, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich Marcel abonniert habe. Ich glaube, selbst dann kommt noch Werbung. Ah ja, doch, ich sehe Jarno. Ich sehe Jarno. Jarno ob mehr. Haha, der lässt echt Jarno fahren jetzt in Monaco. Hallo. Armer bereit. Okay. Bereit mal rein. Jo, hörst du mich? Alles gut, alles gut. Okay. Haben wir bereit? Jetzt werden wir Jarno Obmer zerstören, Chat. Wir werden jetzt Jarno Obmer zerstören in Monaco. Mit einem McLaren. Warum ist Jarno Obmer überhaupt? Wo sind die? Wo ist Marcel? Der ist in dem Fall nicht zu Hause. Ach so, wenn man mir auf die Finger schaut und das Klicken von dir hört. Okay, ja, okay, das stimmt. Also wir können es gleich noch ein bisschen leiser machen, aber schau mal jetzt gleich im Blitzqualifying, ob es arg stört oder sonst mache ich dich noch mal ein kleines bisschen leiser. Ja. Ja, also es sieht tatsächlich so aus, wie wenn Jarno fährt. Ich habe es gerade im Stream gesehen. Es zieht er echt durch. Nicht, dass Marcel dann disqualifiziert wird von Kevin und Co. Weil Cheating andere Fahrer fährt. Handschuhe trage ich so immer. Auch wenn es nur 5 Runden sind. Immer Handschuhe. Wegen Lenkrad. Sonst Lenkrad schneller kaputt. Und dreckig. Genutzt. Genau, dreckig vor allem. Ja, genau, in der Box stehen bleiben. Aber wir haben ja eh Blitz-Qualifying, deswegen wird das auch nicht passieren. Kannst niemand aufhalten im Qualifying. So, Autoeinstellungen sind hoffentlich jetzt auf, ja, genau, maximaler Abtrieb. Und ich werde, das dürfen wir ja machen, Bremsbalance. Das dürfen wir machen. Und Differential, ja, dürfen wir auch machen. Das ist schon gut. Das mache ich aber nachher gleich auf der Runde, schätze ich. Okay. Gut. Dann jetzt Monaco. Auf geht's, Leute. Auf geht's. In die Landballern. Boah, der war schon ein bisschen enger am Track Limit. Oh, zu viel Schaden. Komm ich nicht rum. Oh, der hätte sich aber im Tunnel geiern. Oh Mann, die Runde war nicht so. Bist du schon durch? Nee. Achso. Ich weiß jetzt schon, dass sie nicht so gut wird. Ich auch nicht, ich hab einen Flügel.
Wäre ich schon bessere Runden gefahren hier. Ah, Platz 6 ist halt zu wenig. Für Monaco schade. Außen irgendwo 5 Runden. Okay, Jano Oppmeer auf der 1. Platz 19. Stark, Jano. Stark. War gut gemacht. Sind bei Mercedes. Ah ja, deshalb. Ach, sind die immer noch da? Ja, war nicht die sauberste Runde von mir, leider. War nicht so gut. Na, ich ärgere mich ein bisschen. Das wird jetzt halt dumm jetzt. Das wird jetzt richtig dumm jetzt in den 5 Runden. Aber bei dir da hinten wird es halt auch heftig. Ja. Junge. Ich hatte gleich Warte, Schaden ist jetzt reduziert gestellt, ja. Richtig? Genau, ich hatte gerade erste Kurve gleich einen kaputten Flügel. Deswegen. Heute gutes Gefühl, ja, geht so. Das Ding ist halt, wenn man immer die Autos switcht, ist das echt immer ein bisschen tricky. Ja. Das ist gar nicht so einfach immer. Aber ich habe mich jetzt gerade deutlich wohler gefühlt im McLaren. Wie jetzt gerade das erste Rennen mit dem Ferrari. Sehr Mr. Monaco. Ich glaube, Jano Oppmeer ist auch Mr. Monaco. Ich weiß nicht, fährt Oppmeer jetzt auch Rennen oder macht das jetzt wieder Marcel? Kann jemand nachschauen? Das wäre jetzt eigentlich langweilig. Wenn da Jano da vorne. Da muss ich aufpassen, dass er uns nicht umrundet, ne? Ja, in 5 Runden wird das jetzt, glaube ich, auch nicht hinkriegen. Außer du machst jetzt richtig, haust dich in die Wand rein oder so. Ja. Okay, let's go. Eieiei. So, auf geht's. Wir werden uns so zerstören jetzt gleich. Ja, noch fährt, okay. Was ist mit Jano? Hat er sich zurückfallen lassen oder hat er einen schlechten Start bekommen? Verwarnung ist klar, kriegt die Verwarnung. Oh, hier stehen sie alle quer und im. Boah, ich sehe gar nichts durch die Kurve. Bei so viel Qualm. Das habe ich ausgestellt. Ja, 3 Autos vor die Bremsen, ist ja wie eine Nebelwand, wie eine Smoke. Ja, echt so. Boah, da fahren alle bis jetzt hier ganz vernünftig. Außer Benny. Oh. Der hat sich dafür auch gleich rausgedreht. Ist das Schalten noch störend, Leute? Nee, oder? Nicht so arg. Das Klicken vom Kollegen Bunny. Hoffe nicht. Glaub, Lautstärke passt. Passt gut. Ich glaube, ich hätte heute die Linie nicht anmachen sollen, die irritiert mich so. Oh, die Karten hier aber auch ordentlich, die Schikane. Ja, für regulär eingestellt. Kannst du fast gerade ausfahren? Ja. Oh, die will kaputt. Ja, moin. DRS enabled.
Komm, Till. Oh. Wie läuft's? Platz 14. Sehr gut. Aber einer rechter Flügel ist schon wieder gelb. Aber ganz easy fahren, dann geht das schon. Soll ich jetzt auch mal ein bisschen hier drüber cutten? Ich bin ja, auch auf dem Körb hat man, also man hat halt auf den Körb keinen Grip. Nee, das halt kein Gas geben, nicht zu halt, schnell und dann. Ja, das ist doof. Das machen wir lieber nicht, das machen wir lieber nicht, Leute. Ja, Till wird jetzt schwierig zu überholen. Da müsst ihr schon einen gröberen Fehler machen, dass wir irgendwie vorbeikommen wahrscheinlich. Till macht den Fehler. Trotzdem kein Vorbeikommen. Zugemacht die Kurve. Immer schön innen geblieben. Na, die Pilze nach Hause bringen. Oh. Ja, das Qualifying war halt das Problem, Mann. Oh. Schade, Mann. Na ja, so viel drin gewesen in dem Monaco-Rennen. Mit einem besseren Qualifying. Egal. Sehr gut gefahren, Till. Gut verteidigt. Alles am Anschlag gemacht. Ach, keine Chance vorbeizukommen. So, den Platz haben wir irgendwie gebucht. So, Jarno steht quer. Sieht er mehr? Wieder gute Punkte. Ein paar Pünktchen. Die Aston Martin sind dieses Mal ganz hinten halt. Also Jarno ist nur Dritter geworden jetzt. 13. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, Jarno hatte einen schlechten Start, glaube ich. Naja. 6 Plätze wieder gut gemacht. Vielleicht gibt es ja auch einen Bonuspunkt, wie viele Plätze man immer gut macht. Also Leute, war das jetzt schlimm? Nö, oder mit dem Klicken? Nee. Alles gut, oder? Da war Till kurz in der Wand. Das hätten wir ausnutzen müssen jetzt. Dave ist nicht dabei. Dave fährt heute zumindest nicht mit. Die haben Faxen gemacht, okay. Was haben die für Faxen gemacht? Ah. Ach, er bremst mit dem Controller, okay.
Ist auch cool. Ist auch witzig. Ist auch witzig. Schaue ich mir dann noch an. Schauen wir uns nachher noch an vielleicht. So. Ja, wieder so mittelgutes Rennen. Aber jetzt haben wir ja gleich 25% Rennen. Da wird's spannend. Oh ja, dann muss ich besser Quali hinlegen. Das war jetzt nur aufwärmen. So, guck mal. Wir speichern mal die Wiederholung. Just for fun. Also Aston Martin haben wir jetzt auf jeden Fall sehr viele Punkte geklaut. Ich muss gerade mal ein bisschen durchgehen. Mercedes. Ja, Alpha Tauri ist stark. Alpha Tauri und Williams. Ach, warte mal. Nee. Ach Gott, wir haben ja die Teams gewechselt. Oh, stimmt ja. Warte mal, das ist trotzdem Stewie Scepter geworden. Und F1 Ray. Ach, die machen zu viele Punkte. Die machen zu viele Punkte. Ja. Oh Mann, ey. Was war Zombie? Die sind beide im Alpha Tauri. Eieiei. Eieiei. War nur einer rausgeflogen, krass. Ja, also ich habe das Wort schon gesagt. Also das Feld ist crazy. Ja. Das Feld ist echt stark heute. Also, was heißt stark? Alle relativ ähnlich unterwegs. Ja. Letztes Mal waren auch noch welche, die haben so das erste Mal gespielt, so. Das war schon anders Bild. Jarno Oppmeer, der gerade für Marcel gefahren ist. Die E-Sport-Kollegen, die zwei, die haben gerade nur das Cockpit getauscht. Jarno Oppmeer. Jetzt ist wieder Marcel. Oh, Österreich. Spanien, China. Boah, alles geile Strecken. Ich hätte ja Bock auf Österreich. Jetzt müssen wir erstmal schauen, Team. Ach so, ja, genau. Welches Team wir kriegen. Ich muss wieder in den Dings gucken. In den Discord. Aber das werden sie jetzt wahrscheinlich erst. Ja, machen sie gerade fertig. Gleich machen. Die machen das ja immer on the fly. Wechseln die, oh, die Teams. Oh, wir kommen jetzt ran. Kommen jetzt rein. Einmal den Old Bunny und den Patrick. Moin. Guten Abend, ihr beiden. Hey. Ja, hier Patrick in Monaco auf der 5, glaube ich, ganz gut unterwegs. Bei Old Bunny auf der 13, glaube ich, lief es nicht ganz so rund. Aber erklär doch mal selbst, wie war es in Monaco? Ja, dann fange ich mal an. Ja, gut, ich bin von 19 gestartet und ja, bin ich eigentlich mit dem Platz 13 ganz zufrieden. Und ja, ich bin überrascht. Schönes Fahrerfeld. Ist jetzt alles sauber gewesen. Okay, und dann eher im Qualifying nicht so gut gelaufen. Wenn du ja, von... da habe ich mir gleich in der ersten Kurve einen gelben Flügel geholt. Ah, okay. Das ist natürlich immer die Gefahr bei Blitzqualifying, da hat man nur eine Chance und wenn die Runde ja, nicht sitzt, dann... Genau, und vor allem auf Monaco China. Natürlich auch umso schwerer. Aber wie war es denn bei dir, Patrick, mit Position 5? Ganz zufrieden? Ja, nicht so ganz happy, weil ich meinen Qualifying da ein bisschen ins Sand gesetzt habe. Also meinst du, da wäre noch mehr gegangen? Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem fünfter Platz. Wahrscheinlich maximal P3, P4 wäre drin gewesen. Aber der fünfte Platz steht dir anscheinend eh besonders gut im Comedy GP, weil wir haben auch heute wieder unsere Comedy-Datenbank am Start. Und wir haben mal nachgeguckt. Also du warst bisher bei, also immer im Endklassement, viermal auf dem fünften Platz. Und einmal, das war auch dein... Einmal Dritter, oder? Genau, einmal Dritter, das genau war bisher deine beste Platzierung. Was denkst du denn heute? Hast du wieder den Platz 5 Dauer gemietet oder geht mehr nach vorne? Also ich hoffe, dass Dritter oder Vierter drin ist. Wird schwer, aber das wäre schon... Ja, Top 3 wäre schon gut. Aber es wird schwierig heute. Konkurrenz ist gut. Sehr stark. Das stimmt. Vor allem haben wir nicht nur Marcel Kiefer, sondern jetzt auch noch Jano mit am Start anscheinend. Die sich so gegenseitig wohl ein bisschen. Cheating! Ja, Betrug! Raus! Ja, auf jeden Fall, Old Bunny, das ist deine zweite Teilnahme jetzt. Letztes Mal 15. geworden, dieses Mal mehr drin. Ich hoffe, ja. Ich habe ein gutes Gefühl und ich habe ja auch einen starken Partner an meiner Seite, also kann es eigentlich nur besser werden. Ja, bin guter Dinge. Sehr gut. Ja, und ihr nennt euch ja die Strategen. Ihr wart jetzt vor allem auch vorhin eben Ferrari unterwegs.
können wir jetzt vor allem jetzt auch im 25% Rennen und dann im 35% Rennen. Dürfen wir auf besondere Strategien von euch hoffen? Ja, das wird strategisch wild bei uns. Aber wir wollen keine Details verraten. Ja. Okay. Die erste hat man ja schon gesehen, wo ich leider dem Marcel die Tür ein bisschen zugemacht habe. Da nochmal ein Sorry für. War eigentlich nicht so gewollt, oder Strategie. Auch wenn es so aussah. Dann sind wir jetzt mal gespannt, was uns im 25%-Rennen erwartet. Aktuell liegt Spanien vorne, aber auch Österreich ist noch gut mit dabei. Ja, euch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Und, Frage, gibt es Ungarn heute noch zur Abstimmung? Wahrscheinlich schon. Gucken wir mal. Ein Rennen haben wir ja auf jeden Fall noch, wo die Leute abstimmen dürfen. Okay, dann... Ich verrate noch nichts. Genauso wie ihr nicht zu euren Strategien verratet, verraten wir zu unseren Strategien nicht. Dann schweigen wir uns nun gegenseitig an. Okay. Gut. Nein, euch viel Spaß. Und man euch auch. Danke. Danke. Ja. So. Dann. Alles klar. Wir haben noch ein bisschen Zeit zum... So, haben sie schon was gepostet? So, nein, das haben wir noch nicht. Das kriegt ihr aber gleich noch. So, noch ein bisschen. Warte mal, ich muss wieder runter und channel. Glaube ich. Bin ich unten? Ja, du bist da. Ah, okay. Gerade gedacht, dass ich damit hochgezogen wurde. Du warst kurz draußen. Ah ja, ja. Ja, passt. Ja, ist nur ein Joke, ist klar. Ist ja nur ein Spaß-Event. Alles gut, Leute. Wir sind... Danke, Thomas. Zeitung auf Platz 3. Ah, Platz 3, Moment. Ja. Auto, hast du geschaut? Ich guck den Stream nebenbei. Okay. Ja, Leute, wir können eigentlich den Stream auch laufen lassen. Ich mute mich mal kurz wieder. Ja. Okay. So. Mal kurz schauen, weil jetzt wird es ja 25% drin geben. Schauen wir mal kurz in den Streamy rein. Da klicken wir kurz mal wieder auf Play. Mediano auf Position 10 aktuell. Was läuft, Leute? Mit 21 Punkten. Ah, da sehen wir die Platzierung. Dann haben wir Punkt gleich. Old Bunny und TB Announced, der heute ersetzt wird durch den lieben Freeson. Dann auf der 13 haben wir Maiko. Verpasst. Dann 14 Tinets. 15 mit 15 Punkten, punktgleich Invert und Fellerdude. Icy auf der 17. Benny aktuell nur auf 18. Da muss noch ein bisschen, müssen noch ein paar Punkte her, hätte ich gesagt. Dann haben wir Grievex auf der 19 mit 7 Punkten und ja, also Top 10. Leider schon zwei. Mal nicht zumindest so, in den ersten paar Rennen für ihn. Einmal mit dem Ausfahrer und einmal mit dem Dreher direkt in der ersten Runde. Nur mit 2 Punkten aktuell, aber trotzdem noch alles drin. Sogar die Logos haben sie mit eingebaut. Cool. Aktuell für ihn. Und ich hätte gesagt, dann gucken wir mal auf die Teamwertung. Schauen wir mal die Teamwertung an. Die Strategen, wir sind auf 3. Ich muss 51 Punkte. Thank you guys. Ja, thank you guys. Was die Teamwertung angeht, wir haben mit Team Scuderia schmerzfrei. Thomas, 10 Mitgliedschaften. Mit ihren 70 Punkten, direkt gefolgt vom Excel Motorsport. Vielen Dank. Die Excel ist offensichtlich am Arbeiten. Thank you guys, all of you. In der Wertung mit Zombie und Non-Spurfing zusammen. Hier nochmal Mute. Also Platz 3 im Moment. Ich will jetzt nicht den Stream die ganze Zeit laufen lassen. Ich will dann nicht, dass da Werbung kommt. Das ist doof. Ich mag das nicht. Geh mal zurück ins Dingens. In den Dingens. In die Lobby. Ja, Leute, also wir können gern, also ich kann gern mich muten während den Rennen. Wenn der Teammate stört. Oder wenn das Klicken stört. Also ich finde das jetzt nicht so krass störend. Aber hey, danke an Thomas. Geh die 10. Gibt das nächste Mal wieder neue Emotes für den Chat. Sehr, sehr geil. So, warte mal, welches Auto haben wir jetzt? Wir müssen noch das Auto wählen. Nicht muten. Also hier sind die Autos. Ich schau gerade, wo sind wir? Die Strategen. Ah, wir sind wieder in McLaren. Okay. Wir sind wieder in McLaren. Ah, Old Bunny hat schon ausgewählt. Wir sind wieder in McLaren. Thank you guys, all of you. Nebel ausschalten. Was muss ich da ausschalten? Nein, das lassen wir so. Grazie. Okay. Thank you guys, all of you. Wir lassen auch Old Bunny an. Auch wenn es vielleicht einige das Klicken stört. Wenn es nicht stört, ist gut. So, wir entmuten uns. Grazie.
Thank you guys, all of you. Okay, dann geht's jetzt wahrscheinlich gleich los. Ja, McLaren haben wir, ne? Spanien, ja. Achso, hast du McLaren. Sehr schön. Ja, ich habe ausgewählt. Ausgewählt ist... Grazie. Thank you guys, all of you. Ja, auch fix mit ihren Grafiken. Ja, ich hab schon gesehen. Ich habe sogar die Logos mit eingebaut. Ja, aber haben sie leider aus Steam genommen, ne? Ach so, echt? Ah ja, kann sein. Ja. Ich habe leider zu spät reingeschalten gerade zum Gucken. Ich habe nur die zweite Seite gesehen. Ja. Ich weiß es nicht, wo ich jetzt platziert war. Aber vielleicht hast du es ja gesehen. Ich habe nur gesehen, welchen Platz du bist? Ja. Dritten. Ah ja. Okay. Und Gesamtwertung sind wir auch Dritter. Auch Dritter, ja, das habe ich gesehen. Nebel stört mehr. Ich weiß gar nicht, wie man sich die Effekte auf der Strecke ausstellen wahrscheinlich. Oh, ich habe es letztens gerade gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Irgendwas, Partikel, irgendwas? Das Ding ist halt, ich habe das, glaube ich, nur online. Also nur, wenn man Online-Rennen fährt. Okay. Also ich hatte das so noch nie in irgendeiner Karriere. Ich hatte das letztens in Miami, das war wie eine Rauchwand. Da waren 3 Fahrzeuge vor mir, da habe ich gar nichts mehr gesehen. Lass es jetzt mal an, Leute, für das Rennen noch. Wenn es jetzt komplett schlimm ist. Mein Gott, bisschen Nebel. Bisschen Nebel ist auch gut. Ja, wenn es wenigstens real ist, ja. Eine Nebelwand. Tippe, wirst Fünfter am Ende. Okay. Also ich wäre froh, wenn wir auf jeden Fall irgendwie den dritten Platz als Teamwertung holen. Ja, ich gebe mein Bestes. Wie ist Spanien für dich als Strecke? Geht so. Das ist nicht so eine meiner Strecken, aber ja, ist okay. Dann sind wir beide wahrscheinlich nicht so happy. Ich fahr die halt nicht oft. Ja, ich fände Ungarn, also wenn Ungarn noch kommt, dann... Österreich wäre jetzt schön gewesen, das wäre jetzt so meine Strecke gewesen. Ja, ich weiß nicht, wenn halt Österreich auf normale Regularien, dann cutten die Leute halt brutal. Ja, okay, stimmt, ja. Kurven drüber. Ja. Als kleines Dankeschön, aha. So, das freut mich. Ich muss mir nur noch ein neues Emote überlegen für den Chat dann. Wo läuft das Event? Ich kann es nochmal reinkopieren. Hier. Ich mache jetzt einfach immer wieder, poste ich den Link vom Hauptstream. Ich will nur nicht zu oft immer hin und her springen. Da komme ich durcheinander. Beim Alpha heute noch. Mal gucken. Also so wie es aussieht, haben wir ja den McLaren gebucht. 17 Runden. Gleiche Leistung ist aus übrigens, ne? Auch für dieses Rennen. Beim nächsten Rennen ist, glaube ich, auf gleich gestellt. Also beim Sprintrennen und beim 35% Rennen dann. So. Oh, der will. Das ganze E-Sport-Team ist ja da. Achso, tauschen die jetzt durch? Ja, die stehen dahinter, ja. Da war eine Wiederholung gezeigt. Ah, jetzt muss ich doch noch den Stream kurz anschauen von Marcel. Wo ist Marcel? Aber die haben Spaß auf alle Fälle, das ist schön. Mal kurz Marcel und gucken. Alles sobald die Werbung aus ist, mein Gott, das nervt so. Bei Twitch ist immer Werbung. Ja. Ich weiß nicht, Leute, seht ihr jedes Mal Werbung, wenn ihr einen Stream einschaltet? Bei mir oder so? Also jedes Mal? Oder nur ab und zu? Ja, du siehst das einmal, wenn du anmachst den Stream. Und dann war es das aber. So. Ich schau mal kurz bei Marcel rein. Ah, nee, aber Marcel. Der Casual-Motorsportler bei ihm halt auch einschaltet. Bei uns ist es halt so eher die Leute, die. Ja, okay, aber da sitzt Marcel jetzt wieder. Es gibt bei uns einen kleineren Anteil von so. Ich sag jetzt mal, ein normaler deutscher Zuschauer von der Formel 1. Geht jetzt nicht auf Twitch und schaut mal. Die haben ein cooles Sofa da hinten. Sag ich jetzt mal im Schnitt. Einige von euch spielen trotzdem spielaktiv oder sind irgendwie im Simracing aktiv. In irgendeiner Form. Sieht nach einem coolen, gemütlichen Headquarter aus. Die meisten von euch. Safe. Ja, ich bin auch wieder da. Das Studio ist in Brackley. Das ist nicht das Studio, das ist die Mercedes-Fabrik. Kommt drauf an, auf Twitch, so, glaube ich, kommt es auch drauf an, wen du halt abonniert hast. Da siehst du halt Werbung und sonst nicht. Vor 3 Tagen waren hier noch George und Louis. Okay, wir gehen wieder zurück in die Lobby. Ich glaube, die Leute machen bereit. Leuchter vorbei, kein Engine-Cover und nichts. Ist einfach. Ja, Marcel. Stopp, Marcel. Wir muten dich wieder. Wir gehen jetzt wieder raus und in die Lobby rein. Ich würde sonst öfter hin und her gehen zwischen den Streams. Aber hier schreibt eine Twitch Tubo für 11 Euro oder 11,99, dann siehst du überhaupt keine Werbung mehr bei Kartrein. Okay, aber das ist teuer. Ja,
dort teuer. Teuer das ist. Ich habe tatsächlich, Fun Fact, ich habe kein YouTube Premium. Ich auch nicht. Bin aber also die ganze Zeit immer überlegen. Ja, ich sehe zum Beispiel, wenn ich meine eigenen Videos ab und zu anklicke und mal gucke, wie die Quali so ist oder keine Ahnung, was ich da halt sonst halt so mal gucke, dann sehe ich halt auch Werbung bei meinen eigenen Videos. Ja, bester Kunde. Ja, ich bin mein eigener Kunde dann. Aber eigentlich ist es, ich finde es eigentlich cool, wenn man so sieht, was halt für Werbeanzeigen kommen. Mhm. Also was halt so ausgespielt wird bei so Leuten mit dem Interesse so. Ich habe das einmal so eingestellt am Anfang, kommt halt, eine und die kann man auch skippen. Mehr hab ich bin halt auch zu selten. Ich bin schon öfter auf Twitch zum so Streams anschauen und so, aber nicht so, dass es sich jetzt so krass lohnen würde, halt ohne Werbung zu schauen. Ja, da würde ich mir lieber auch für YouTube holen, denn. So, ich mach bereit. Also wir haben jetzt Blitzquali und dann 17 Runden Spanien. Aktuell Platz 3 und Platz 3 in Gesamtmeisterschaft. So. So, Leute, auf geht's. Bereit drücken haben wir. Oh. Twitch Turbo regelt. Ich muss das Diff einstellen hier. Twitch Turbo. Ja, oh, kannte ich aber auch nicht. Kann ich auch nicht. Hör ich gerade auch das erste Mal. Vielleicht ist das neu. Ist das neu, Leute? Aber 11 Euro im Monat, damit man keine Werbung sieht. Da fällt mir gerade was ein. Ich mache mal kurz eine Umfrage. Ah, wobei, ich mache das nachher, weil wenn jetzt gleich Blitzqualifying ist, dann ist blöd. Blödes Timing sonst. Ja, ich mache nachher eine kurze Umfrage im Chat. Das würde mich nämlich interessieren. Aber das könnt ihr nachher sagen, wer so auf Twitch oder wer auf YouTube mal schaut. So, okay, also. Das freut mich, Mike. Gucken wir mal auf die Strategie der Strategen. So. Wurde nie beworben, okay. Deswegen kennt es niemand. Autoeinstellungen sind wieder safe. Ah, sogar die Voreinstellung 2 haben wir für Spanien. Erhöhter Abtrieb haben wir. So, ich werde gleich wieder Dingens einstellen. Differential darf man ja verstellen. Das habe ich auch gerade. Bremsen. Danke, Christoph. Ja, so, viel Fun. Ja, die auch. So, ich darf die erste Kurve nicht mehr so gleich übertragen. Scheiße, so eine Vollgaskurve. Fuck, die ist ja jetzt neu. Bin noch gar nicht gefahren. Ich denke, man kommt die Schikane. Lol. Ich hab einfach mal kurz die Schikane gefahren. Oh nein, 20. Oh. What the fuck? Oh Gott, die Runde ist. Diese Strecke. Naja, okay, sind doch Platz, kann man mitleben. Ich bin noch gar nicht gefahren, die Note. Aber jetzt ist mir gerade das Klicken aufgefallen. Jetzt ist mir gerade das erste Mal das Klicken aufgefallen auf der Runde. Das ist ordentlich. Schalt das ordentlich rein in das Ding. Ja, Marcel ist hart gefahren. Oh Mann. Die erste Kurve war ein bisschen doof. Ich nicht getroffen, das Ding. Oh, ja, von hinten. Holen wir wieder auf, Leute. Ich denke, wann kommt denn das? So gut, ich hätte jetzt gerne das Replay gesehen. Genau, machen wir einen Clip. So,
Der wieder nach rechts lenkt. Nee, ich bin vom Gas gegangen und hab gewartet, wo das kommt. Ach so, Da hast du eine Linie an, oder? Ja, ich hab's jetzt an. Ich hab sonst immer aus, aber ich hätte noch nicht so lange. Und wenn so viele Strecken hintereinander, komme ich nicht so schnell rein. So, 4 Monaten habe ich die jetzt aus. Wir holen einfach jetzt standardmäßig einfach 5. Platz. Aber ich muss jetzt ehrlich schon fast sagen, die irritiert mich jetzt ein bisschen mehr, als sie hilft, glaube ich. Na, ja. Manche Strecken, also Monaco, da ist es schon krass. Ich glaube, da siehst du halt mehr Linie wie Strecke dann. Ja. In F1 Mobile Racing ist die Schikane noch drin, echt? Ist ja auch interessant. Aber ist das F1 Mobile Racing, gibt es da schon eine 23er-Version? Weiß ich gerade gar nicht, aber ich glaube schon. Am besten noch in die alte Hairpin reinfahren. Ja. Oh, das schaffe ich auch. Okay, also Rennen startet auch schon. Ohne Umwege geht es direkt rein. 25%. Wir haben noch gar nicht über die Strategien entschieden, aber wir fahren wahrscheinlich mit Soft los. Ja, wir starten mit Soft. Können wir Sprit ändern? Dürfen wir nicht? Ja, eigentlich. Dürfen wir schon? Ja, eigentlich schon. Okay, ja. Dann fahren wir mit so Sprit. Passt. Starten mit Soft. Leider gibt es jetzt hier in den 25% gar nicht so viel an Strategie. Na gut. Viel Erfolg. Jo, dir auch. Boah. Die fahren aber alle sauber, echt nice. Zumindest. Boah, so ein bisschen besser, aber ich bin gerade. Push me off. Alright, let's focus now for the rest of the race. Falsche Linie erwischt. Jetzt muss ich mir das erstmal genau angucken, wo es da lang geht. Mal einfach vorlassen. No! Hat sich der erste schon ausgedreht. All the time. You have to leave the space. Oh Mann, ey. Ist doch nicht so ein Überrennen, Leute. Rutscht ganz schön hier. So, wir bleiben dran. Immer schön dranbleiben. Ist der S. Oh, hat sich der nicht rausgedreht? Oh. Okay, clear. Oh, vorne geht's auch ganz schön ab, ganz schön eng. Okay, DRS is now available. So, 17 Runden. Bin ich echt mal gespannt, was da vorne noch passiert. Ich glaube, Marcel wird auf jeden Fall das Ding gewinnen. Selbst mit Hardreifen. Thank you.
Oh, der hat sich dann nicht rausgedreht. Kommt mir gleich zwei snacken. Wo bist du? Platz 16. Ja, der Darius hat halt auch der Assist. Schwierig. Ja, ich hab mir gesnackt. McLaren kommt hier nicht ganz Vollgas durch. Rechts. Oh, Jesus Christ, was war das denn? Ist gerade ein Auto aufgetaucht. Ist schon auf die Strecke zurückgeportet. Ja. Das ist aber endlich mal hier vorbei mit dem Soft. Da geht schon erst in die Box. Das Häschen stimmt ganz schön. Ja, ist halt auch voll am Anschlag am Fahren, oder? Ja. Ja. Das ist blöd, das ist kein Filter im Discord. Da klickt so ein Stöhns, ja. Richtig am Anschlag. Oh, oh, oh. Knapp. Doch, wir 5. Vielleicht hat man echt doch... Ah, nein. Hat man doch die Medium-Reifen nehmen sollen für den Start. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. Oh, komm. 3.7 seconds. Er will nur, dass ich wieder DRS habe. Ich fahre mir auch eine Grütze zusammen hier. Ja, jetzt habe ich auch gleich keinen Saft mehr. Scheiße, Mann. Ui. Bleib mal links, würde jeder links vorbeigehen wollen. Vielleicht jetzt gleich in Box, ah, wobei ist noch zu früh. War ein bisschen früh jetzt. Ja, lässt er mich hier noch vorbei vor der DS. Okay, dann geh wieder vorbei, komm. Fahr vorbei wieder. Oh, leichte Berührung sogar noch. Ach man. Es ist wieder Platz 5. Der Kampf um Platz 5 schon wieder. Was ist denn das? Jetzt schön RS laden. Die Soft gehen doch ganz gut. Ja. Die Frage ist, wann kommen wir rein? Oh mein Gott, was war das denn? Der McLaren ist ein bisschen empfindlich auf der Bremse, muss man echt aufpassen.
Wo bist du gerade, Platz? 16. Fahren jetzt alle, hat sich ein bisschen auseinander gezogen, fahren jetzt alle die Stiefel runter. Okay, so we're leading our teammate by 13.2 seconds. Ich überlege gerade jetzt schon rein zu gehen dann. Ein Ausfall. Na, die Gelben gehen jetzt besser als die Zoft. Zoft. RS noch und dann nächste Runde oder so. Und dann geht's noch Vollgas durch. Let's go. Okay, dann pitten wir diese Runde. Jetzt mal die Runde Box. Vielleicht Undercut. Ja, wobei der auf dem Medium wird schon noch ein bisschen bleiben. Maiko wird ein bisschen draußen bleiben noch. So, einmal noch kurz DRS. Könnte schon ein bisschen zu spät sein jetzt für Box. Mal gucken. Oh, stimmt, richtige Reifen noch auswählen. Dass wir dann auf den harten sind. Strategisch, die Strategen. So, danke, Leute. Hätte ich wahrscheinlich verballert jetzt schon wieder. Okay, be careful. We think you're gonna start losing some tire grip anytime now. Boah, das war aber auch wieder knapp. Okay. Let's go. Mit dem Medium-Reifen drauf. That was a fantastic stop, faster than we were expecting. Let's go, let's go. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Ist ja alles automatisch hier. Ich will hier drücken und gucken, da geht ja gar nichts. Super close. Oh, setzt das Force-Feedback nicht ein. Oh. Das nach dem Boxenstopp? Ja, das hat sich so langsam gesteigert. Oder war es so ein Menü gerade? Nee, nee. Ich wollte so einlenken, ging auf einmal so leicht und dann kam es erst. Ja, der Ofen aus My Team fehlt einfach. Aber vielleicht kriegen wir nochmal einen fünften Platz hin. Einfach solide immer die Punkte einfahren. Wo ist denn Marcel jetzt? Wahrscheinlich schon Erster oder so. Wow. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 0.0. Nein, das reicht nicht ganz. Nein, das hat nicht ganz gereicht. Undercut hat nicht gereicht. Nicht gefruchtet. Oh, Eisi noch auf hart? Der hat sich doch die falschen Reifen ausgesucht. Das 15, 5 Sekunden, den können wir noch kriegen. Es könnte sein, dass Jeff da alle irgendwie auf hart stecken will.
Aber Darius, der klopft jetzt. Ah, der erste ist noch on. Let's go! Ach, diese Kurven hier, Alter. Leck mir die Füße. Und vor allem wird er den Haken genauso schnell fährt. Bin ich hier so gut? Oder bin ich einfach nur langsam? Jawohl, gerade noch so. Come on. Nochmal Platz vor, Platz 5 ist drin. Also Platz 5, 6, 7 wird super close. Alles vorne ist wahrscheinlich geregelt, aber das hier, keine Ahnung. Bei dir bimmelt's. Ja. Du hast eine Message. Ja, warte, ich geh gleich ran. Ich mach direkt einen Fehler. Konzentration, Mensch. Ja, ich schätze, dass Darius jetzt vorbeigehen wird. Und DRS. Ganz, ganz dringend DRS. Okay, gap to the car ahead is 1.5 seconds. Schützen. So, was macht der Ferrari jetzt? Fährt vorbei vermutlich. Lass mal ziehen. Ein paar Runden noch. Try to stay with them. We might make a mistake and we could still regain the position. Haben wir noch 5 Runden, weil sie müssen wir noch kriegen. Das sind zu viele Fehler. And that's just 5 laps of fuel remaining. So, und Darius kommt wieder vorbei. Na, Maiko ist jetzt halt auf Softreifen, der wird schwer. Der wird richtig schwer zu knacken sein. Das war off track, Darius. I will report you. Das bimmelt und tut bei dir. Echt? Ich höre das nicht. So hört ihr das und ich nicht. Weiß, wahrscheinlich, weil dein Mikro direkt irgendwo neben deinem Handy liegt oder so. Ja, die habe ich ja nicht mal auf die Leute gefahren. So, ein paar Runden noch. Auch ein RS wieder. Mann. Boah, der. Da zuckt er aber kurz auf der Linie, auf dem Bremspunkt. Maiko wird jetzt wegfahren. Oh, das war eine Sekunde noch. Ich bin da vorne nicht ran. We're starting to catch the car in front, but we need to look after the tires. We won't be making another pit stop. Also spielt einmal im Jahr Formel 1. Ja, ist doch stark. Also, ja. Sehr stark. Ja, schätze, letzte Runde oder so, machen wir es, oder? Keine Ahnung. Nochmal aufladen. Ich weiß nicht, wie viel er erst verbraucht. Nur noch 2 Runden und 3 Runden noch. Ja, aber Darius blinkt schon. Ach, nur 2 Runden, das schaffe ich nicht mehr. Nur Platz 16. Gott, das kann auch nicht sein, ne? Ja, gibt trotzdem ein paar Pünktchen. Ja,
Jeder Punkt ist wichtig. So, oh mein Gott. Der Curb. Da kommt Benny noch. Ein Red Bull. Hey, der Darius hat immer noch hier Speed. Immer noch auf die lange Gerade. Aber er blinkt jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Die ganze Zeit am Blinken. Bin verrückt. Überraschung sein. Am Ende. Das wird ein RS knapp jetzt auf der Linie. Oh, ich bin durchgeschwitzt. Moin, Paddy. Oh, das wird ein knappes Ding, Mann. Weiß nicht, ob das reicht. Oh mein Gott. Oh, ich weiß nicht, ob das reicht noch auf der Linie. P5 war leider nicht drin. Okay, keep the car ahead under pressure. They might make a mistake. Gap is only 2 seconds now. Da muss ja auch. Junger Vater. Ist das ein Run zur Linie? Run zur Linie! Run zur Linie! Komm! Ja, Gott sei Dank. Oi. Leider kein fünfter Platz. Junge, ist das intens, falsch mir doch. Marcel Kiefer gewinnt. Oh! Wie haut sich da noch weg? Was war das denn? Benny hat Darius voll weggeschossen. Der ihn hinten angestupst. Aber nach dem Ziel. Junge, oh, ist ärgerlich, das mit dem Quali. Das ist. Ach man, Olfi, moin. Ja, statt 5. 6. Platz ist auch okay. Wieder gute Punkte. F1 Racer holt wieder. Gut Punkt, wo ist der andere? Ah, Stewie ist nur 19. geworden. 16. Platz ist doch auch nicht. Ja, ja. Holen wir zumindest mehr Punkte. Du holst mehr Punkte wie Stewie, ist wichtig im Kampf. Ja. Das sind ja, da wäre viel mehr drin gewesen. Ja, bitte nicht wieder das gleiche Auto. Ja, mal gucken. Das wird ja bestimmt. Aber ich schätze mal, dass wir schon wieder. Ich schätze, dass wir wieder den McLaren kriegen. Weil das ist ja eine ähnliche Platzierung schon wieder jetzt. Wobei, du hast jetzt weniger Punkte gemacht als vorher. Genau. Dann könnte es vielleicht doch ein anderes Auto werden. Dann könnte es, glaube ich. Das war bis zur Linie gekämpft um jeden Platz. Aber schönes Fahrerfeld. Ja, Maiko war ein bisschen zu schnell dann mit den Softreifen. Vielleicht, wenn der Undercut geklappt hätte,
Es hätten, ja, das ist so eine halbe Sekunde hat gefehlt. Vielleicht wäre dann noch was gegangen gegen Maiko, aber egal, sechster Platz auch gut. Glückwunsch an Marcel Kiefer. Ich glaube echt, die Linie macht dich schlechter. Ja, habe ich langsam auch das Gefühl, Michael. Ich muss mir das dann noch mal im Stream anhören, wie du am Kämpfen bist. Da wirst du das nicht hören. Ja, ich bin halt auch so fokussiert, dass ich das gar nicht so wahrnehme. Ja. Ich glaube, der Chat nimmt das immer ein bisschen mehr wahr. Wenn du am richtig am Kämpfen bist mit deinem Lenkrad. Ich habe nur ab und zu mal das Lenkrad gehört. So. Ja, das ist dann, wenn ich schnell runterschalten muss. Klack, klack, klack. Ja, genau. Hängt dein Stream wohl etwas hinterher, das kann schon sein. Ich habe meinen Stream immer relativ auf Echtzeit. Uiuiui, also jetzt wieder Abstimmung fürs nächste Rennen. Jetzt wird's Sprintrennen und dann Hauptrennen. Also jetzt haben wir zweimal die gleiche Strecke quasi. Ja, dann schauen wir doch einfach jetzt gleich. Also ich schaue jetzt doch mal in den Stream rein von den Jungs. Ja. Und dann mal gucken, wo wir da stehen. Ich schalte gleich mal ein, weil jetzt wird es eh wieder kurz dauern, schätze ich. Okay, ja, also Leute, wir schauen jetzt zusammen den Stream von den Jungs. Machen jetzt Interviews. Jo, dann mute ich mich nachher kurz wieder. Ah, wir sind noch bei Marcel. Ich bin noch bei Marcel auf dem Stream drauf. Was macht Marcel? Hallo. Marcel ist nicht da. Hallo. Geiler Fight erstmal, Patrick. Und sorry für den einen, für die eine Misskalkulation auf der Geraden. Ich habe das gar nicht gemerkt. Okay, dann ist gut. Alles gut. Und dann entschuldigt. Hab gar nicht gesehen, gar nichts gesehen. Dann ist gut. Alles gut. Alles klar. Wollte mich nur noch mal entschuldigen. Alles gut. Jo. Viel Erfolg noch. Ebenso. Jo. So. Also schaut mal gleich rein. Super Unterhaltung mit euch beiden. Ja, ist doch schön, wenn es euch gefällt. Und Darius schreibt Grüße. Oh. Okay, also wir schauen jetzt noch mal kurz rein, machen wir hier den Ton an. Auch strategisch. Ich habe dann Patrick ja undercutted irgendwie. War schon nice, hat Bock gemacht, ja. Ja, Benni, bei dir sah es zwischenzeitlich aus, wie wenn du richtig durchs Feld pflügen würdest. Also das war ja richtig krass. Vor allem die Softs gingen richtig gut, aber bei den Mediums hast du dann nicht mehr so richtig die Pace gefunden, gefühlt. Ja, keine Ahnung, die Softs, die gingen richtig gut. Also da, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass die Mediums besser gingen. Ja, aber ja, keine Ahnung, mit den Mediums bin ich dann nicht so warm geworden, aber irgendwann ein bisschen Flow bekommen. Der Sonnenbrille. Sonnenbrille? Ja, Kevin hatte das Sonnenbrille. Ja, hat immer irgendwas anderes dann hätte ich mal gesagt. Nicht darüber, dass wir auf P10 liegen, frontal in die Pit-Einfahrt, in die Boxmauer. Jetzt Team Red Bull. Ja, ich habe es auch gerade gelesen, deswegen hätte ich jetzt mal gesagt, hol mal uns erstmal Invert noch rein. Ja. Danke euch mal soweit. Und viel Spaß fürs letzte Rennen. Oder letzten beiden. Mann, das ist schon immer witzig. Und dann holen wir uns doch mal hier Invert mit. Immer auf Vollkamera. Ein unfassbar gutes Rennen hier abgeliefert hat. Invert, was war da denn los? Also der Partnerhaken liefert wohl extra PS, oder? Ja, hast du ja eben gesagt, oder? Ja. Krasse also Leistung. Das Fahrradtrack ist wohl relativ laut beim Schalten, haben wir schon gehört. Ja, schon ein richtig starkes Qualify mit der Pole und dann jetzt nur das Nachsehen gegen Marcel Kiefer. Richtig krasse Kämpfe gegen F1 Racer. Ja, besser geht's nicht, oder? Ja, letzte Runde war auf jeden Fall krass mit Racer, ne? Ich habe mich auch ein bisschen verbremst, er auch, und ich musste übel zumachen. Also ich glaube, das war schon ein hartes, aber faires Racing, aber darum geht's ja, um den Spaß, ne? Ich meine, gefühlt gewonnen. Ich meine, dass Kiefer das Ding holt, war, glaube ich, klar, aber wenn du den einige Runden hinter dir halten kannst. Wir wollen den Punktestand sehen. Ein cooles Gefühl, sagen wir mal so. Kevin, Jakob, den Punktestand. Ja, das stimmt. Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, ab dem Zeitpunkt, wo Marcel auf den Softs unterwegs war, das war auch strategiemäßig, glaube ich, die bessere Variante. Keine Chance mehr. So, also falls jetzt Ungarn kommt, wenn du von Leute, für Ungarn abstimmen mal, musst du ja am Anfang versuchen, vorne zu bleiben. Ich möchte Ungarn heute fahren. Ich dachte, wenn du denn Mediums oder sowas nimmst, wird das eher nichts. Gerade bei der Elite, die da hinter einem wartet. Team. Hat, glaube ich, relativ gut funktioniert tatsächlich. Ich bin ja, weiß nicht, 7-8 Runden Team wird vorne gewesen. Wahrscheinlich wieder Merz. Aber, ja. McLaren dann wahrscheinlich. Dann zurechtgelegt und dann hast du keine Chance. Aber bei dem Fahrerfeld alles gut. Aber das war heute auf jeden Fall deine erste Pole und erste Führungsrunde, oder? Im Comet AGP. Einige Führungsrunden sogar, ja, das stimmt. Ja, also wenn dann gleich richtig, ne? Wenn dann richtig.
Aber Marcel, direkt 1 und 2 ist doch perfekt. Stimmt. 2 Marcel. Ja. Kanada, ja, Texas, sehr cool. Katar. Dann weiterhin viel Erfolg und viel Spaß jetzt im Doubleheader nochmal zum Ende. Oh, kein Ungarn, oder wie? Let's go. Let's go. Jungs, zeigt den Zwischenstand. Wir wollen den Zwischenstand sehen. Ebenfalls schon fertig. Das heißt, wir können auch gleich darüber. Aber bevor wir das machen. Vorher hätte ich nämlich kurz genau sagen wollen, die Abstimmung, wer es noch nicht mitbekommen hat, läuft nämlich schon. Wir haben in der Auswahl Kanada, Texas und Katar für das letzte Doubleheader-Rennen, also Sprint und 35 Prozent Hauptrennen. Deswegen nochmal schnell abstimmen, aber das sieht relativ eindeutig. Ja. Das geht an Katar. Genau. Ja, safe. Aber dann guck mal noch in die Standings rein und auch nochmal vielen lieben Dank. Jawohl, an Standings. Alle Follows, die rein. Komm, vielen Kevin, vielen mach. Dank mach hinne. Komm, auch Standings. Alle, jetzt erst vielleicht dazu kommen. Wir wollen die Standings also, sehen. Willkommen im Comedy GP 11. Kiefer mit Haas auf 1. Ja, wir gucken auf das Fahrer-Standing, hätte ich mal gesagt, nach Rennen 3 von 5. Ist immer so cool animiert, wie die das machen, die Jungs. So, so gut. Hey, jawohl, Platz 3 noch. F1 Racer. Die Nase vorne hat, aktuell mit 57 Punkten auf Platz 1 vor Zombie, der auf Platz 2 liegt mit 50 Platz 3, Punkten. Dann Junge. Auf Platz 3 Patrick, immer noch auf der 3, sehr stark, mit 47 Punkten. Dann haben wir Punktgleichstand zwischen Goldfinger und Marcel Kiefer. Genauso Punktgleichstand zwischen Marcel Förfing und Darius. Dann Maiko und Invert, auch Punktgleichstand. Stewie auf der 10. Mit 3 Punkten. Wir müssen jetzt richtig gut abliefern, das letzte Rennen, Leute. Dann Katar jetzt. Auch auf der 10, auch mit 33 Punkten haben wir Happy. Dann eben Freeson für TV Announced auf Platz Nummer 12. Dann auf Platz Nummer 13 haben wir Dursen. Auf Platz Nummer 14 Old Bunny. Dann haben wir wieder Punktgleichstand zwischen Tinnitz und Feller, Dude. Benny passt. Aktuell auf haben Platz wir gesehen, 17. Leute. Aber ihr seht ja, wie knapp das alles ist. Also, da kann haben wir gesehen. Ich wollte nur den Punktestand sehen kurz. Dann, oh, Junge, wir müssen jetzt richtig hart reinballern gleich, um dritten Platz zu holen irgendwie. Oh mein Gott. Das wird schwer. Das wird schwer. Die goldene Klobrille. Katar ist sogar schon ausgewählt. Also, 7 Runden. Da bin ich jetzt eigentlich noch mute. Bin ich gerade mute? Nee. Jetzt nicht. Jetzt bin ich nicht mehr. Okay. Ich wusste, dass Katar wird, wenn Katar zur Abstimmung kommt, ist safe. Bist du schon oft gefahren? Ja, bin ich schon öfter mal gefahren. Bin ich einmal gefahren. Die Frage ist, ob es alle schon rauskam, 2-3 Runden. Aber Katar ist super, super geile Strecke. Ja. Bin ich tatsächlich noch nie in einem Online-Race gefahren. Okay. Bisher in F1 23. Da bin ich super hyped jetzt. Aber ich hätte lieber Ungarn gehabt, tatsächlich. Aktuell gegen Morgenrennen. Aber egal, Katar ist auch gut. Ach genau, haben wir wieder McLaren? Ja. Ja, dachte ich. Mann, wir sind so langweilig. Wir sind so ein richtiges langweiliges Team. Wir nennen uns die Strategen und fahren alle Rennen McLaren. Eieiei. Aber schön, wenn die auch vom ACC mal so ein Event machen würden. Das wäre auch mal nice. Brauchst ein Auto? Ja, ein Auto haben wir ausgewählt. So. Also nochmal Sprintrennen und dann 20 Runden, ne? 20 Runden Race. Gleiche Leistung aus. Aber es ist, glaube ich, so ein guter Weg, um viel Punkte zu holen. Einfach so ein mittelgutes Auto zu kriegen immer. Ja. Immer so Vierter, Fünfter werden. So mit der Platzierung holst du am meisten Punkte. Mhm. Wenn du es dann durchziehst, also relativ viele. Genau, du holst relativ viele Punkte mit dem vierten, fünften Platz. Bekommst nicht so krasses Auto, aber auch nicht das schlechteste. Ja. Gute Strategie. Deswegen heißen wir die Strategen. Und jeder denkt sich so, dass ich jetzt hinten bleibe, kriegen wir ja mein besseres Auto. Ja. Alle denken so, weil wir halt strategisch so super sind. Das war ja unsere Strategie. Ich mach's. Genau, wir haben strategisch, fahren wir einfach immer vierter, fünfter, sechster Platz ein. Das ist die Strategie und dann holen wir uns das Ding. Bessere Strategie als Ferrari. Aber Leute, das war super knapp. Ich hätte beinahe die Harten gerade genommen, weil ich nicht gecheckt habe, dass die Harten eingestellt waren für den ersten Stop. Also das war bestimmt ist Icy passiert, deswegen war er auf Hart unterwegs. Ja. Aber komischerweise war der genauso schnell wie alle anderen.
Ja, kann natürlich sein, dass der Hard in Spanien gar nicht so schlecht ist, aber auf den hätte ich jetzt, auf den Medium hätte ich jetzt gerade nicht verzichten können, weil das war gerade echt ein harter Run in der letzten Runde. Zac Brown, gute Strategie. Ja, die Brille ist so crazy. Der verkleidet sich immer. Kevin verkleidet sich immer bei den Streams. Sieht ein bisschen aus wie Atze Schröder. Ich poste nochmal den Link rein, dann könnt ihr noch... Ne, voten kann man nicht mehr, ne? Aber ihr könnt da auf jeden Fall schauen. Wenn ihr die letzten paar Rennen, die letzten zwei noch anschauen wollt, parallel könnt ihr Twitch laufen lassen. Auf dem Hauptstream. Der Hauptstream. Jetzt sind wir doch relativ gut in der Zeit eigentlich. Ja, gut. Ja, ging jetzt. Halb neun, warte mal. Ja, jetzt sind haben sie auch mal gleich durchgedrückt. Ja, 7 Runden Sprint, dann danach 20 Runden. Ja, dann sind wir doch vielleicht um 10 fertig. Könnt knapp hinkommen. Ich will Spaß. Ihr bekommt Spaß. Mit uns. Auf jeden Fall. Das stimmt. So. Mal durchatmen. Ah, die Jungs, die müssen das nächste Mal echt wieder ein anderes Format am besten machen. Das letzte Mal habe ich mich beschwert, dass wir zu viel Training fahren. Das war das letzte Mal, wo ich dabei war. Da habe ich halt gesagt, irgendwie ist es nicht so cool, wenn man halt Training fährt. 15 Minuten, weil die Leute wollen Rennen sehen. Aber jetzt haben wir halt immer nur 3 Runden Rennen gemacht. Ja, wir haben immer irgendwie 10 bis 15 Minuten Training vor jedem Rennen gemacht. Okay, ja, das sieht aber da waren die Rennen halt, da waren die Rennen länger. Also da hatten wir, glaube ich, am Anfang, also waren keine 5 Runden Rennen. Es waren 25% Rennen immer, glaube ich. Wo ich das letzte Mal dabei war, auf jeden Fall. Gut, aber diesmal sind ja auch, sag ich mal, was das bessere, gute Fahrer dabei. Da braucht man nicht so, aber wo ich das letzte Mal gefahren war, waren so ein, zwei Leute, die haben das, glaube ich, hätten das gebraucht. Ja. Kommt doch an, wie das Fahrerfeld ist auch, ne? Ich finde, so ein kurzes Quali ist immer das ein super Format. Blitzquali kannst du halt echt schnell mal in Sand setzen. Aber so ein kurzes Quali ist schon nicht schlecht. Ist auch spannender wie ein Training. Aber gut, Blitzquali ist auch okay. Dann hast du schneller Renn-Action. Also, wer hat noch nicht Fahrzeug ausgewählt? Till. Fellatut. Goldfinger. Jo, danke, kurz, Daniel. Muss Klappe 0. Grüße nach Belgien. Katar wird geil. Katar wird hoffentlich... Ich hoffe, dass nicht so viel krass über die Track-Limits gefahren wird. Also ich versuche mich auch anzustrengen, aber Katar ist relativ bekannt dafür, dass man sehr viel über die Begrenzung rausfährt. Der ACC wäre auch nicht schlecht, eventuell. Wäre ich auch dabei. Ja, ich glaube, die Jungs sind hauptsächlich bekannt für die F1-Streams. Also Comedel, die Leute, die das veranstalten heute. Grüße nach Italien. Okay. Können wir bei Ridetrack genau da? Müssen wir nochmal den Stream angucken. Ich bin immer so richtig ungeduldig. Immer gleich weiterfahren. Am liebsten wäre mir 100% Rennen. Bitte los, ne? Das wäre mir am liebsten. Ja, jetzt wird bereit gedrückt. Sehr gut. Jawohl. Also Blitzquali, 7 Runden Sprint. Ja, eine Trainingsrunde kann man halt leider nicht einstellen. Wobei mit einer Trainingsrunde ist auch, weiß nicht, eine Trainingsrunde ist auch unnötig. Oder die Strecken vorher bekannt geben. Ja. Aber ist auch blöd, dann schwitzen manche rein. Ja, eben, dann bereiten sich die Leute vor und so. Wir wollen hier kein Liga-Racing haben, das ist ja ein Spaß. Ich bin heute bloß immer so 10, 15 Minuten nochmal gefahren mit den Standard-Setups. Mal, wie sich das fährt. Ach genau, ich wollte noch die Umfrage reinhauen. So Leute, Prediction für Endergebnis. In den Chat. Was wird Endergebnis? Holen wir Platz 3. Platz 3 in der Teamwertung.
Stimmt, Teamwertung habe ich jetzt gerade übersprungen beim Anschauen. Beim Stream gucken. Platz 2 ist ambitioniert. Platz 2 ist sehr ambitioniert. So. Also Gesamtwertung, Platz 3 wäre ich schon happy. Ja, ich versuche mein Bestes. Nein, ich meine jetzt für mich jetzt. Also. Da, ich streng mich aber auch an. Katar, super coole Strecke, wird richtig gut. Kein Optimist, das will ich ja. Das wird sehr gut. Danke, Sven. Was hat man eigentlich für ein Standard-Setup hier? So, wir haben die Voreinstellung 3. Ausgewogenes Setup hat man hier wohl. Ja. Also, wie immer, das dürfen wir ändern. Differential stelle ich immer auf 60. Und Rad aufhängen. Nein, bremsen. Genau, bremsen. Das stellen wir so. Damit komme ich am besten klar. Okay. Viel Erfolg. Jo, dir auch. Ja. Yeah. So Leute, mal gucken hier die Strecke, wo es lang geht. Ja, wo es lang geht, genau. Auf geht's. Die auch. Die nicht. Oh, erst ein paar Kurven nicht gut getroffen. Kein guter erster Sektor. Holen wir alles wieder rein. Ich weiß nicht, was denn hier eine Vollgaskurve ist. Ja, die sind auch sehr, sehr schwierig zu fahren, die Kurven. Okay. Qualifying war so semi-gut. Mitten im Feld starten. Mit der 18. Oh Gott. Naja. Ja, wird schon. Hauptsache nicht letzter. Wird schon. Ah, dritter wird schwer natürlich jetzt. Aber wir haben ja Sprint. Wir haben ja Sprint, das muss er, dürfen wir nicht vergessen. Jetzt Sprint und dann wird, glaube ich, die Startaufstellung ja so gemacht. Genau. Das Sprint gibt ja auch Punkte jetzt dann, oder? Ja, gibt alles Punkte. Genau. Ja, ein paar Kurven ein bisschen zu weit raus. Ich wusste jetzt auch nicht, wie viel Risiko ich jetzt geben darf. Da waren 3 Kurven, wo ich gelupft habe, wo ich hätte Vollgas fahren können. Ja. Ja, naja, außerhalb Top 10 auch okay. Weißt du, wie ich mich fühle? Na. Fahren vor dem Sprint jetzt. Ja, Konkurrenz ist gut, ja. Konkurrenz ist nicht schlecht. Hat die ersten Rennen auch schon gesehen, da müssen wir echt ordentlich ans Gas gehen. Ich hätte mal die Pole-Runde von Marcel interessiert. So. Also Softreifen. Dann. Ja, 7,8 reicht, oder? Ja. Easy going. Team Dritter und Einzel, Erster oder Zweiter. Ich glaube, da sind wir schon zu weit weg. Punktetechnisch. Okay. Let's go. Sprint. Let's go. Let's go. Junge.
Das hat den Verladung von Start gehabt. Oh mein Gott. Crazy, 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 crazy. Ich schalte wie so ein Verrückter. Oh, hinter mir ist alles leer. War ich dazu wieder? Boah, ich muss vom Gas gehen. Boah, die Strecke ist ja pervers. Geil, aber. Also, im Online-Modus. Wieder so eine schnellen Kurven. Oh nein. Oh, der war nicht gut. Der war gar nicht gut. Wo sind die denn hinter mir, Leute? Chat, habt ihr da was gesehen? Da ist ja keiner mehr. Oh, Jesus Christ. Krank. Nein. Ja, nächstes Rennen ist auch hier. Das ist jetzt das Sprintrennen. Na, mehr wie Platz 10 ist vermutlich nicht drin tatsächlich. Crazy. Oh, Icy hat glaube ich einen Schaden. What? Was war das denn? Was war das denn auf einmal? Richtig weggefetzt. Das sah seltsam aus. Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. DRS enabled. SAI. Oh, da schwackt einer rum. Oh! Keine Dreckelimit hier. Ja, scheinbar nicht. Ich weiß nicht, wie die Leute jetzt hier das Qualifying gefahren sind. So Tracklimit-mäßig. Oh, die Kurve, die ist auch immer so richtig mies. So, Vollgas. Ja, kannst so weit rausgehen einfach. Ja. Oh, ich lupf immer. Oh, auch ich gar nicht. Oh, kein ERS mehr, Mann. Sneak er sich außen vorbei. Oh, 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 das wird schwer am Rennen. Das wird ein heftiges Rennen. Aber super close. Also hier vorne ist relativ close alles. Alles sehr eng.
Wie war das, Close war mein Lieblingswort? Ah, fuck. Wir haben ein bisschen Platz lassen können, irgendwie. So, Zombie ist mit den Medium-Reifen unterwegs. Ey, wie krank heizen die denn da vorne? Was ist denn mit denen los? Sind die von der Hornisse gestochen? Sag mal, gar kein DRS mehr. Die heizen ja einen Boxenstopp, steht an. Okay, nee. You're in the top 10. Ne, in die Box müssen wir doch nicht, ne? Ne, aber da war gerade irgendjemand so an der Box. Uiuiui. So, Stewie wieder voraus. Also Stewie müssen wir irgendwie überholen. Ja, frische Reifen drauf. Ach so, ne? Die KI überholt mich hier, okay. Oh, macht aber Spaß, die Strecke. Ja, ja, du kannst halt nicht durchatmen. Du kannst aber nie Luft holen. Ja. So, der Kurve sollte man, glaube ich, nicht auf die Bremse treten. Ich wüsste mal gern, wie viel Track Limits es insgesamt schon gab. Ja, die KI lässt mich längst liegen. Ich weiß nicht, ob was die hier gestellt ist. KI? Ja, hinten fährt eine KI rum. So, Reifen sind vorne bei 40%. Crazy. So, Zombie kommt dahin noch angeschossen. Okay. Ah, da gibt es jetzt eine Vorwarnung für. Gut. Eine Verwarnung kassiert gerade. Okay. Da warst du aber richtig in der Strecke, oder? Ja, ich habe gerade die ganz andere Strecke gefahren. Ich habe kurz die Kurve anders interpretiert. Okay, final lap. Let's go. No, letzte Runde. The gap to your teammate behind is 12.7 seconds. Ja, wir haben uns leider gedreht. Gedreht worden, wie auch immer. Okay, we've only got one lap. Gut, der wird neu berechnet. Komm, Stewie, kriegen wir noch. Oh. Oh, da kommt er zu weit raus. Da sind wir jetzt dran. Von Bunnys Truppe einer hier. Uiuiuiuiui. Oh, das wird jetzt spannend. Das wird jetzt spannend. Wir wollen auch mal einen Profi zugucken. Oh, das wird spannend.
Oh nein, letzte Kurve verkackt. Oh. Egal. Jo, was ist mit denen los? Da steht noch ein Aston Martin quer. Kranke Speed, Leute. Was ist das für ein Fahrerfeld? Yes. Was ist hier los? Was ist los mit euch? Krank. Fahren über die Kurven raus. Ich glaube, alle fahren über die Kurven raus. Eigentlich ist nur die Frage. Die Frage ist, wer fährt mehr? Wer fährt mehr über die Kurven raus? Und wie weit kannst du? Ja, also ich habe eine Verwarnung kassiert. Da bin ich aber eine ganz andere Strecke gefahren. Ui. Oh, Tiefe 1 mit 5,3 Sekunden Abstand. Jo. Das war nicht umsonst. Okay, aber jetzt, ne? Das Ding ist halt, wir haben jetzt ein 35% Rennen. Oh, ich bin jetzt schon nach dem Trott. Er hat zu wenig Punkte. Wir sammeln zu wenig Punkte für McLaren. Mann. Oh, schade, Mann. Neunter Platz ist nicht viel. Ah. Schade, ohne den Dreher wäre ja auf alle Fälle, Christoph. Aber kann man nichts machen, alles gut. Aber schöne Fights gehabt, das war gut. Ja, es war übertrieben krass gerade. Das war das. Also, hier die Punkte stimmen übrigens nicht, ne? Also, wir bekommen deutlich mehr Punkte, wie jetzt hier angezeigt wird. Also, alle bekommen Punkte, sogar der letzte Platz bekommt noch einen Punkt. Sieger bekommt 20 Punkte. Ei. Holla, holla. Holla, die Waldfee. Jetzt müssen nur noch, wenn jetzt hier die Track-Limits auf normal noch wären, ja, so, dann wäre es, ich glaube, dann wäre es halt ein ganz anderes Rennen. Ich habe zwar manche Kurven bin ich jetzt auch rausgefahren, ging fast nicht anders manchmal, aber... Und vor allem sind es ja jetzt diesmal sehr erfahrene Fahrer. Du weißt halt nicht, wie die anderen die Strecke gefahren sind, auch im Blitzqualifying, keine Ahnung. Oh, geht gleich weiter? Ich glaube schon. Okay, dann muss ich schon Handschuhe anziehen. Also Strategie, Medium und dann Soft, oder? Ja. Wir sind die Strategen, wir fahren zuerst Medium. Sonst ist es ja langweilig, weil sonst brauchen wir uns ja nicht die Strategen nennen. So. Wir fahren Medium, Soft. Sollte funktionieren. Also die Soft waren ziemlich kaputt am Ende, aber Runde 11. Ja. Runde 11 reinkommen. Puh. So, spät. In der Box. Vor allem in die Boxen dann überholen. 21,5. Safety Car kommt hier, glaube ich, nicht, ne? Stimmt, Safety Car ist ja auch theoretisch eingestellt auf reduziert. Ja, ich nehme mal 21 Runden. Guter Start dann ab. Ja, mal gucken, ob jetzt die anderen auf den Soft starten oder was die machen. Medium ist, denke ich, ganz gute Wahl. Darf nur nichts passieren am Start. Da darf nur nichts. Mhm. Marcel startet auf Medium, wenn er nichts mehr ändert. In die Quere kommen. Vor dir, die nächsten drei sind auch noch rot. Ja. Ja, Leute. Medium, oder? Was sagt ihr? Medium, Soft. Passt Medium. Medium, okay. Okay, Strategie. Ich sehe das, okay. Oh. Für euch. Andere Wünsche. Hart. Intes. Soft, hart, hinter. Eigentlich, wenn es regnet, wollen ja immer alle Fullwet. Ist bei dir auch so? Ja. Das ist halt jetzt witzig, weil wir haben kein einziges Rennen mit Regen gefahren, obwohl halt dynamisch eingestellt ist bei den letzten Rennen. Also, ich glaube, wir hatten selten so krasses Level beim Comedy GP. Ja. Also, holla. Holla, holla. Ich glaube, da tut sich sogar Marcel schwer. Also bei dem Fahrergrid. Fühlen sich auch alle wohl in 23, ne? Ja, klar, die haben alle voll Bock. Ja. Ich wundere mich, dass ich da jetzt so lange auf der 3 schon stehe.
Ich schätze mal, dass ich nach dem Rennen dann runterputzte vom dritten Platz. Das wäre super traurig. Aber, ja. Über die Curbs. Ich mach die Weg frei. Don't jinx. Ja. Nee, wir holen den dritten Platz. Wir holen den dritten Platz, komm. Auf geht's. Auf geht's, über die Curbs, drüber. Wir fahren über die Curbs. Wir fahren eine ganz neue Strecke heute. Ganz aber komm mal schnell rein, ich bin schnell reingekommen. Ja, weil halt alle Kurven ähnlich schnell sind. Außer zwei, da muss man aufpassen. Ja. Zwei, drei Kurven muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, mit Linie geht die Strecke echt ganz, ganz ordentlich. Jo. Okay, dann, have fun. Jo. Jo. Oh, vorne starten alle auf Soft. Na, Fella, du startet auch auf Medium. Oh, eine Frühstart. Geht's. Oh, wir. Oh, da sind gleich welche, haben sich welche rausgeschossen. Gut für uns. Die kann hier. Ui. Backfest. Nein, nicht schon wieder drehen. What the fuck? Und Flügel kaputt. Ach Mann. Nein. Ich hab so gut aufgeholt. Schnell Box. Ja. Box hart durch. Nein. Ja, mit Rot ist aber scheiße durchfahren. Oh, die Medium gehen echt ganz gut. Ja. Kann man nicht mehr machen. Ich muss auf hart gehen. Also, 20 okay, Runden überleben. Oh Mann. Oh Mann. Ich glaube, ich irgendwie 5-6 Plätze gleich gut gemacht gehabt. Was will die da rausschießen? Hoppla. Hoppla. Oh, hier geht alles automatisch. Letzte, nein. Konzentration, dranbleiben. Safety Car kommt auch kommen. Also könnte auch kommen. Alles möglich. Ja. Aber eigentlich hätte schon VOC kommen müssen. Oh. Bunny streamt auch auf YouTube. Mal nachschauen. Bei mir brauchst du dich gar nicht erwähnen, kenne ich ja alle. Oh mein Gott, jetzt hätte ich beinahe das Auto weggehauen. Du bist auch im Titel verlinkt. Ey, ein kurzer Moment und du bist tot. Ja. Safety Car aus? Ne, Safety Car ist eigentlich auch reduziert. Die Harten gehen aber auch. Oh! Kommt's gut. Da ist einer. Maiko war das. Okay, clear. Ausgeflogen. Gut für uns. Ich versuche, ich will immer auf der Strecke bleiben, aber man kann ja hier rüberfahren. Ja. Das ist wieder dieser schnelle Ferrari. Der ist zu schnell schon wieder. Reason.
Scheißgurke hier hinten wieder alleine rum. Konzentration einfach. Weiter, weiter, weiter. Ja. Hat mich jemand leicht angerempelt? Ja, den schnappen wir uns, Leute. Nein. Passiert. Ja, ich habe mich schon gewundert, wo mein Arsch so doll gekommen ist. Das ist ein bisschen blöd, weil 23 geworden. Wenn du da einen hinten leicht anfährst, die fliegen raus, weil sie im Floh wie. Ja. Oh, hier ist einer in der Box. Schon mal nicht mehr letzter, das ist gut. Ich finde, das ist ein Kick. Oh, das ist alles so knapp schon wieder. Da musst du echt gucken, wie du mit deinem ERS gut haushalten kannst, ey. Oh, warum gehe ich denn da vom Gas? Vollgas! Es ist so am Anschlag, man. Crazy. Kommt gar nicht hinterher. Die dritte Vollgaskurve würde ich mal bremsen. Ah, Darius ist auch am Struggeln langsam. Nein, 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 nein. Nicht hier innen, nicht hier innen. Verwarnung. Also ich war eben neben der Strecke, da ist nichts gekommen. Wie viel RS brauchen wir hier, um da mitzugehen? Yes, moin. Sehr nice, danke dir. Good night. Und hauptsächlich neben der Strecke. Nein, der 20. ist hinter mir. Komm, ERS, wir brauchen ERS. Gegen Darius. Hä? Damage? Kaputte Reifen halt, Chef. Kein Damage. Kein Damage. Komm mal. Move, keep going. Die sind nicht so prickelnd hier. Ja, glaube ich. Ja,
Ja, für 5 wäre es dann wieder halt. Vermutlich. Jesus. Okay, no issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Beinahe weggespinnt. Absolut geisteskrankes Rennen. Das ist so krass. Okay, ja. Außerhalb Track findet, okay. Passt. Ah, Mediumreifen, Anschlag. Wie sollen denn die Liga-Rennen hier werden? Das ist ja absolut krank. Okay, we're approaching the pit window. You're gonna be on softs. Ja, ich halte alle für Patrick auf, genau. Wenn die mich umrunden wollen. Bin gespannt, wie der Soft durchsetzt, der was taucht. Gleich. Die Weißen sind total schmierig. Was heißt schmierig? Du kannst nicht so schnell, ne? Spiel den Bremse, ja? Ja, mach ich. Den brauche ich nicht spielen, den werde ich so. DRS, komm. Oh, einer ausgeschieden. Da ist er auch nochmal DRS. Kleines V-Bang. Bang, bang. Reifen sind kaputt. Box, box. Boxenstopp. Okay, we can take you this lap. Mal gucken, ob das schon zu spät ist jetzt. Die meisten waren es halt schon drin, glaube ich, oder? Ne, ein paar sind jetzt reingegangen. Ne, viele waren noch nicht drin. Jetzt, weil jetzt habe ich kein DRS mehr. Wir gehen jetzt, oder? Leute. Oh Gott, die Boxeneinfahrt. Muss ich mich wieder dran erinnern. Ja. Hast du deine Reifen umgestellt? Ach nee, du hast ja Stabil gemacht. Naja, ich habe Soft ausgewählt. Ja, Invert hat auch Weiß drauf. Weiß? Ja. Die hat bestimmt nicht umgestellt. Hä? Wo ist denn die Linie nochmal? Hier. Oh Gott, jedes Mal. Jedes Mal diese doofe Linie. Gott sei Dank ist er nicht hinten drauf geheizt. Okay, go, go, go. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a also Boxeneinfahrt hier habe ich echt noch nicht raus. Also die Strecke ist okay, aber Boxeneinfahrt. Ich habe ja sonst auch immer alles manuell, aber hier ist das wohl Junge, eingestellt. Junge. Irgendwie automatisch, wenn er das alles automatisch gemacht. Sonst in Loppus ist das Hammer halt aus. So. Auf geht's. Hat es richtig Zeit gekostet, leider.
Aber gute Kämpfe waren dabei, ey. Bis dahin. So, 9. Platz nur im Moment. Wir waren noch nicht an der Box. Oder waren jetzt alle? Wie sieht's aus? Hardy! Ganz frech. Also Darius ist auch auf Soft gegangen. Achtung, Achtung, zu Sticker! Oh, ich habe schon 56% auf den Weißen. Boah, da muss ich ja nochmal rein. Also ich werde jetzt irgendwie versuchen, hier das durchzuheizen. Okay, er wird nochmal vorbei heizen wahrscheinlich. 9 Runden auf immer, Junge. 60%. Junger Vater. Das ist gerade das schwerste Rennen beim Comedy-GP. Crazy. Ja, mit Rot. Bist du auf Rot jetzt gewechselt? Ja, ja. Oh, das wird schwer, glaube ich. Ach, das geht schon. Ja, ich muss nochmal rein. Mit dem Weißen kann ich nicht platzen, sonst. Geht schon. Muss gehen. Wir müssen Risiko fahren. Ferrari noch drin. Soll ich denn nach hinten? Oh, ich bin eh dumm, dass da so da war. Ja. Die Sonne geht vorbei und der Mercedes kommt auch noch angeschossen. Okay. Auch auf Soft. Das sind viele jetzt aber auf Soft, oder? Ja. Ja, sind viele jetzt in der Box. Ach nee. Boah, wie spät bremst der gerade. Ja, das ist gelaufen. Ne? Schade, Marmelade. Darius hat 3 Sekunden Strafe bekommen. Das heißt, er ist ordentlich neben den Track Limits gefahren. Ja. Also wenn du hier eine Strafe bekommst. Boah, ich habe gar keine RS mehr jetzt. Oh, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dünne Reife. Oh, I'm sorry. Oh, das tut mir leid. Mein Kollege ist hinten auch drauf gefahren. Das war nicht so beabsichtigt. Warte, wer war denn das gerade? Ich hab's gerade gar nicht mehr gecheckt. Kein Schaden, glaube ich. Weiter geht's.
Ferrari ist dadurch wieder vorbei. Wer war denn das gerade? Ich hab's gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Great maneuver, you made it look so easy. War das Stewie gerade? Also ich weiß, wo ich mich gleich entschuldigen muss. Endlich einen gespinnt. Oh, der hat auch mal wieder Zeit. Okay, gap ahead is 3.9 seconds. Stewie, oh Mann ey. Du bist Stewie so ein closest friend geworden. Und dann kicken wir den einfach raus. Eddie, moin. Oh, vorne ist jetzt eine Lücke entstanden dadurch, leider. Eine böse Lücke. Ich soll das Kiefer drehen. Ja, da haben gerade alle zu spät gebremst. Gut, Stewie hat richtig gebremst, aber alle jetzt hinter Stewie haben zu spät gebremst. Ja, eisernes Rennen hier. Ja, im Moment wird es jetzt auch ein bisschen lowly. Und Platz 7. Ja, wobei der vorne ist auf hart. Hier vor uns. Boah, die Kurve geht schon gar nicht mehr. Ey. Ja, vorne bauen die extrem ab, ne? Oh, Benzin! Ja, das gibt jetzt wieder eine Vermahnung. Ne, gibt's nicht. Benzin wird auch noch knapp bei mir. Echt? Okay. Das sollte reichen, glaube ich, bei mir. Ist auch nicht immer so gewesen. Aber eigentlich bin ich da auch sehr vorsichtig, aber ich habe gedacht, eine Runde plus reicht. Na gut, brauche ich eh nicht heizen, weil nach vorne komme ich eh nicht mehr. Junge! 22 Sekunden. Da aber ist er auf einmal. Hat er gerade drauf gedrückt, wie blöd. Umsonst gemacht, Junge. Umsonst war das. Richtig IRS verschwendet hast du gerade. Auf einmal war er da. Ich werde schon um Runde. Nein! Von Marcel? Ja, bestimmt. Soll ich ihn aufhalten? Ja, mach mal. Es kriegt eh nichts mit mich hier. Komm her hier. Jetzt nehme ich dich auf die Hörner hier. Er ist zu schnell gewesen. Ich konnte ihn nicht mal anfahren. Aber es gibt ja demnächst noch schön DRS. Stellt euch mal vor, so ein Rennen im Real Life. Brutal. Ich weiß gar nicht, warum die Strecke bisher nie so abgeliefert hat. Im echten Leben. Im echten Leben war die sehr, sehr langweilig bisher immer. Es geht ab wie brutal. Darius ist immer noch mit DRS dran. Junge, der kommt jedes Mal so weit ran.
Ich muss mal ein bisschen die Linie vom Kiefer abgucken hier. Ist eine gute Idee, ja. Ich beobachte nur gerade, dass so Darius im Rückspiegel, wo er rausgeht. Wo er Kurven anders nimmt. Ja, er fährt das viel weiter alles von außen an. Ja, also fährt auf jeden Fall so mal ein bisschen über die Linie drüber. Ja. Ich muss jetzt hier schon ein bisschen vom Gas gehen, dass ich die Track Limits einhalten kann. Die gingen am Anfang Vollgas. Ja. Die schnellen letzten Kurven durch. So. Mal gucken, was die Reifen sagen. Ich kann gar nicht so pushen. Oh, Reifen sind ordentlich abgenutzt. Ja. That's P6. You've moved up into P6. What? Wir sind Fünfter. Hä? Ich muss jetzt Sprit sparen. Drei Runden noch. Drei Runden noch mit den Reifen überleben. Okay, so the gap to the car ahead, 7.1 seconds. Oh, die 7 Sekunden, die kommen nie mehr nach vorne. Das ist unmöglich. Also nach hinten covern. Aston Martin sehr, sehr stark. Man muss jetzt auf einen Zwischenfall hoffen da vorne. Wo bist du jetzt gerade? Platz 18. Okay. Ja, die Weißen hätten halt nicht gehalten, ne? Nee, erste Runde musste ich ja rein. Ach so, ja. Muss ich halt nochmal rein. Wieso überholt er mich nicht? Was ist jetzt eigentlich mit Darius los? Ich muss dann noch einige Spritprobleme kriegen. Ja, easy, Leute. Easy geht das mit den Reifen. Darius hat irgendwie wird langsam? Ja, Sprit bestimmt. Sich eher so verkalkuliert. Aber dann hat er sich ja krank verkalkuliert. Ja, komm, ich habe eine Runde plus mitgenommen, habe jetzt 0,3 minus. Okay, clear. Wow, sind das neue Softs? Das sind ja krank neue Softs, sind das. Schau dir das an. Und wie neu die sind. Von Goldfinger. Der ist schon vorbei. Jo, lecko mio. Wie schnell ist der weg? Das ist krass mit den Reifen, ne? Bei 23, so der Unterschied. Okay, mit der Abnutzung und Geschwindigkeit. Ja. So, der muss 3 Sekunden wegfahren. Oh, wie schnell ist der weg, Leute? Wie schnell ist der weggefahren? Gerade 2 Sekunden innerhalb von 3 Kurven. Okay, this is your final lap. Final lap of the race. Hey Ace, moin. Gut, aber die Softs sind jetzt halt auch durch. Kleines bisschen. Nee, das war Ace. Kleines bisschen kaputt. Abartig krankes Rennen. Hier wird's noch knapp umgespielt. Wird irgendwie bei allen knapp, das Gefühl. Ich war ja eine Runde weniger, stimmt ja. Oh, schade, Mann, das war knapp. Das war knapp, ey. Marcel gewinnt.
Hör auf zu sparen, ja, Leute. Hätte sich auch mal früher sagen können, ne? Am Ende bin ich auch mehr weiser. So, Reifen platzt oder nicht? Nö, alles gut, alles gut. Wie fährst du runter? So, also wir sind jetzt Sechster. Jo. Ja. Kein fünfter Platz mehr. Aber nicht letzter bin ich. Oh, Junges. Wie war Strategie? War gut. Oder? Strategie war gut. Kann man so lassen. Wo sind wir gestartet? 9, oder? 9 oder 10. Glaube ich. Weiß schon nicht mehr. Ich hätte auch das waren krank Start, neue Reifen. Das waren ja brutal neue Reifen, hat er gehabt gerade. Ich glaube, er hat halt die Hard bis zum Ende gezogen wahrscheinlich. Wobei, es macht auch keinen Sinn. Keine Ahnung, was da los war, dass er da so davon gedüst ist. Okay, also eine Runde länger wäre wahrscheinlich schwierig geworden. Ja, wir schauen jetzt gleich Punkte. Wir gehen jetzt wieder in den anderen Stream rein. Uiuiui. Gehen gleich in den Stream rein, kurz was trinken. Oh. War zweimal drin, echt? Also ist der Soft, der neue Soft so krass gut, dass man zweimal gehen kann? Zwei Stop machen. Vielleicht wäre das ein Plan gewesen. Vielleicht wäre das echt ein Plan gewesen. Naja. Reifen fast 80%, aber gut. Also Gesamtergebnis 7. natürlich. So, warum kann ich jetzt nichts mehr machen? Spiel aufgehängt oder was? Kann nichts mehr tun. Oi. Oi, oi, oi. Da muss ich mit Ruhm bekleckert heute. Ah, jetzt geht's wieder. Puh. Weiß nicht. Bei so einem Events kacke ich immer ab, ich weiß auch nicht warum. Ja, das ist halt manchmal. Ja, aber letztes Mal auch schon so. Aber bei, also die Zweistop wäre echt ganz gut gewesen. Ja. Wäre echt ganz gut gewesen. Aber ich weiß nicht, ob Darius, ob das für Darius gereicht hätte. Klar, wenn man halt freie Fahrt hat, ist auch nicht schlecht. Hm. Schwierig zu sagen. Also rein strategisch rechnet er ja Einstop als schnellste Strategie aus. Okay, also wir gehen jetzt zum Abschluss noch in den Stream rein von den Jungs. Das machen wir jetzt noch kurz. Wir machen das. Ging schneller als gedacht jetzt doch noch. Ja, da gehen wir direkt wieder rein. Benny von zu Kevin und Jakob hier vom Sprintrennen eben noch. So. Das haben wir ja eben auch noch kurz zum Aufarbeiten, währenddessen eben im Hintergrund die Ergebnisse. Bisschen unscharf gerade noch. Aber dann gucken wir nochmal genau, scharf, was da passiert ist. Benny hat ja gemeint, er war da einfach nur Passagier. Aber dann gucken wir jetzt einfach mal. Warum ist nicht scharf? Was warum da scharf genau passiert ist. Ich mach vielleicht auch das Rindchen. Sehen wir hier. Ja, mach ich gerade. Mal scharf machen hier. Jetzt ist scharf. Jetzt müsste es gleich passieren, ja, der Red Bull, glaube ich, oder? Ja, der Red Bull, oh. Ja, da. Ach, da gab es sogar einen richtig. Da kann er wirklich gar nichts machen. Nein, ja. da war wirklich nur Passagier. Ja, perfekt. Ach. Ah, Stewie, stimmt, ja. Da müssen wir gleich mal machen. Ist einfach blöd gelaufen. Aber ich würde auch sagen, da kann auch, glaube ich, Grievix nicht so wahnsinnig viel. Das war mal. Ich schau mal kurz in den Channel. Wo ist er denn? Da. Hallo. Guten Tag. Moin, Stewie. Sorry, viel zu spät gebremst, aber der Kollege hinter mir auch leider. Ja, das war eine Verkettung. War ein bisschen unglücklich. Aber naja. Ich hoffe, es hat jetzt dein Rennen nicht komplett zerstört irgendwie. Ja, es hat sich in Grenzen gehalten. Okay. In Barcelona wurde ich schlimmer abgeräumt. Von daher. Okay. Ja, dann. Machst du nix. Ja, manchmal steckst du nicht drin. Na gut. Bisschen unaufmerksam gewesen. Jo, bis denn. Bis dann. Ciao. Bye. Okay. Ja. Naja. So. Ey, mein T-Shirt ist nass. Klar, nass.
Ja, so, hier sind wir wieder. Und zwar haben wir diesen Clip hier. Sind wir wieder. Gibt's noch ein paar Clips zum Anschauen. Auch im Sprintrennen noch in Runde 5. Oh ja. Nein, oh nein, sorry, sorry, Dursen, nein. Oh ja. Da gab's mehrere sorry, Leute. Da gab es mehrere Leute, die andere abgeräumt haben. Ja, damit hat er recht. Aber. Er hatte recht. Aber auf der Strecke ist es halt echt schwierig. Ja. Ja, wie gesagt, Strecke sowas passiert leider. Das war so schnell passiert auf, der, auf dem Track. Keine Absicht von Invert, aber natürlich sehr, sehr ungünstig für Dursen. Weil, wie gesagt, so ein Sprintrennen, ja, wenn du dann von hinten startest, für das Hauptrennen natürlich blöd, aber aua, das schreibt der Dursen. Nur ja, das kann man wohl sagen. Parallel übrigens läuft schon die Abstimmung für das Spaßrennen, das wir jetzt gleich nach der Siegerehrung noch machen werden. Da habt ihr Spaß, eine Auswahl. F2 gut an. In Abu Dhabi. Abu werden Dhabi? Wir ja, komm, nehmen wir noch mit Spaßrennen, oder? Wir sind ja genügend Formel 1 heute gefahren. Nur oder gut, wir machen Rückwärtsfahren. Sind wir ja heute schon gefahren in Belgien. Aber, wie gesagt, jetzt dann rückwärts. Also schön mal die Rouge runter, nicht hoch. Könnte, glaube ich, auch ganz lustig sein. In Frankreich, da haben wir genug Platz zum Ausweichen. Mit den World Autos würden wir das wahrscheinlich machen. Und dann als drittes No Rules in Frankreich, auch mit den World Autos. Also Spaßrennen, das geht jetzt nicht mehr in die Wertung hier ein. Und wahrscheinlich kann auch der ein oder andere hier von euch Zuschauern gerne noch gleich dann mitmachen, weil vermutlich nicht alle von den Teilnehmern da noch. Schade um den eigenen Stream, was meinst du? Sich da ja auch aus. Deswegen gerne schon mal bereithalten, wer gleich noch mitmachen möchte. So, wir schauen jetzt kurz. Hoffentlich machen sie jetzt gleich die Gesamtwertung. Clip, aus dem Hauptrennen. Da machen sie ein bisschen noch Siegerehrung. Von Benny etwas an. Ja, ja, ich fahre noch eine Runde mit der letzten, in der Vorletzten. Ja, ich werde, glaube ich, auch noch beim Spaßrennen mitmachen. Wo nochmal schön Gedränge war zwischen Icy und Benny. Und ich glaube, Fella oder so war da auch noch mit dabei. Wir gucken auf jeden Fall mal, was da auch noch los war. Da schiebt sich nicht. So, ich mache aber auch die Linie wieder aus hier. Ah, ich sehe erstmal vorbei. Eieiei, was war denn da los? Da war ja richtig Party. Aber wie ist denn da Benny da noch? Oh, oh, oh mein Gott. Ja. Oh, dann passiert sowas. Oh. Dass der eine den einen anschiebt und der dann wieder den anderen. Vorsicht. Geralt, ciao. Bis dann. Also wir schauen jetzt noch kurz die paar Highlights an. Da war ja richtig Party, Alter. Und dann machen wir noch Spaßrennen mit. Viel. Nehmen wir noch mit. Aber ja, das ist halt diese High-Speed-Strecke, die sorgt natürlich dafür, dass... Wer ist denn das im Essen? Ist das Fella oder so? Das ist Fella. Es ist sorgt laut, natürlich ist eben laut genau genug? Für solche kurzen Stupser, aber da passiert schon, ja in der Regel nicht so wahnsinnig viel. Aber ja, am Ende hatte Benny, glaube ich, die Nase vorne, ne? Benny vor Freeson und... Jetzt bin ich gespannt, genau, ob die jetzt die Szene nochmal irgendwie haben. Von Champion Show noch in der von Stewie, weil da hat es auch ordentlich gekracht. Bodenlos. Ich glaube, die gucken nur auf so, Twitch, ne? Aber gut, dann hätte ich langsam gesagt, hol mir die Leute... Kommt drauf an, ob Stewie die Perspektive irgendwie hat. Die Siegerehrung, oder? Alles klar. Siegerehrung, jetzt wird spannend, Leute. Die nehmen wir noch mit. Verkündung. Gehe ich schon mal... Let's jetzt zeigen, ja, kommt gleich. Das macht gleich hier Kevin und Jakob. Alle anderen... mit dazu und dann gucken wir mal, wie das Endresultat komm, ist. Komm, ich nur Lobby rein, muss mal gucken bei denen im Stream gleich. Sehr knapp zwischen einigen sein. Wie die das machen, ja auch viele, ich weiß das nicht. Punkte Gleichstände noch. Sich die Frisur, ist so witzig, wie das sich in seiner Brille spiegelt. Hallo, schön mit Stream Deck sieht man noch. Hallo, man könnte denken, ist so hallo, sein Outfit. Also wenn er die Brille abnimmt, könnte man... Eine gute Frisur. Extra Punkte, ne? Gute Frisur. So. War das nicht so? Da kommen sie alle. Das kommt auf die Bezahlung an. Hat jemand gerechnet? Ich habe nicht gerechnet. Wenn ich den Betrag auf unserem Konto sehe, dann können wir darüber reden. Kein Problem, mach ich. So, raus. So war das jetzt nicht gemeint. So war das jetzt nicht gemeint. Zeig doch die Endplatzierung, wir wollen die Plätze sehen. Gezählt an die ersten. Wir wollen die Plätze sehen. Modcheck, Modcheck. Wir wollen die Plätze sehen. Oh, komm. Kevin hat erstmal den Alert, der durchgerattert. Oh, komm. Kevin hat erstmal den Alert, der durchgerattert. Ich wollte kurz machen, bis der Alert durchgerattert. Bei mir auch schön einzeln jetzt, ja. Gut, dann hätte ich gesagt, währenddessen auch nochmal ganz kurz. Dann hätte ich gesagt, währenddessen auch nochmal ganz kurz. Doppelton?
Du bist im Stream an. Ah, ups. Mein Fehler. Profi-Streamer hier. Also währenddessen nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt in die Siegerehrung gehen, bevor wir hier danach noch für alle, die wollen, ein Fun-Rennen. Und da könnt ihr gerade noch auch abstimmen. Also letzte Möglichkeit hier auch nochmal kurz abzustimmen, ob ihr F2-Rennen, Rückwärtsrennen oder nur Rules-Rennen machen. Also gerne da nochmal in die Abstimmung gerade rein. Aber ihr wartet ja schon alle natürlich auf das Endresultat. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr spannend, sowohl in der Fahrer- als auch in der Teamwertung. Deswegen, guck mal rein und sehe, dass tatsächlich der F1-Racer seinen Titel verteidigen konnte mit 93 Punkten auf Platz Nummer 1. Damit GG. Zum zweiten Mal in Folge hier. Nice. Willkommen der GG. Gratulation. GG. Und aber dahinter haben wir dem Marcel Kiefer mit 81 Punkten. Nachdem im ersten Rennen doch noch irgendwie es noch nicht so lief, aber danach immer weiter nach vorne gekommen und mit der Hilfe auch noch mit Jano auch noch mit dazu auf Platz 2. Platz 5. GG für Platz 2. Und GG, Mann. Dann auf dem Podium auch noch hier aus der Community der Zombie mit 79 Punkten. Auch GG an der Stelle. Bravo. So. Und die restlichen Positionen auf der 4 Hammer Goldfinger mit 77 Punkten. Dann Patrick wieder auf seinem Standard 5. Platz. Wie soll es denn anders sein? Die Miete wird nachher im Lastschriftverfahren angezogen. Dann, ne? Genau. Dann Darius auf der 6, auf der 7, Happy, Stewie auf der 8, TB Announced, beziehungsweise Freeson, der für ihn eingesprungen ist, auf der 9. Dann auf der 10 haben wir Nils aka Maiko. Dann auf der zweiten Hälfte haben wir Not Smurfing mit 52 Punkten. Dann Invert Master auf der 12, Fella Dude auf der 13, Dursen auf der 14, 15 Icy und 16 hier Benny von Comedy, Tinnets auf der 17. Punktgleich mit Old Bunny, teilen sich den 17. Platz. Kein dann Champion Show auf der 19. und Krivex leider mit 2 Ausfällen nur auf Platz 20, aber auch trotzdem mit 11 Punkten. So, und dann gehen wir rüber in die Teamwertung. Ja, die muss ich dann halt sehen, ne? Ja, dann übernehme ich das gerade. Und zwar haben wir da gewonnen, auch hier haben wir F1-Racer und Stewie Scuderia schmerzfrei mit 153 Punkten. Gewinnen die hier den Comedy GP. GG. GG. Unverdient. Alles klar. Dann haben wir auf Platz Nummer 2 Excel Motorsport mit Zombie und Not Smurfing. 131 Punkte. Hey. Bravo. Das stinkt. So, und dann auf der 3 haben wir Merck and Cheese, Marcel Kiefer und Dursten mit 118 Punkten auf dem Podium. Get in there! So, der Rest, wir haben auf der 4 Haste la Pista, dann auf der 5 die Strategen für Ferrari immer noch, glaube ich. Und wie soll es auch anders sein? Natürlich, selbst in der Teamwertung ist Patrick auf der 5. Dauergast. Für P5. Was dann, denn auch sonst? Dann Happy Dude auf der Nummer 6, dann auf der 7 Too Fast for Track Limits, 8 Team Overtake, die Pommes Master auf der 9 und auf der 10 Off Track Mania. So Leute, ich mach mal kurz Mute. Jetzt sind ja wahrscheinlich noch ein paar Fun-Rennen. Also Open Lobbys, glaube ich, haben die geplant jetzt, die Jungs. Ich habe eigentlich vor, mitzufahren noch, wenn wir gerade schon dabei sind. Also ihr habt es gehört, 5. Platz. 4. Team. 5. Platz fürs Team und 5. Platz in der Gesamtwertung. Hat leider nicht für den 3. gereicht, aber es ist starke Konkurrenz halt. Richtig krass. Sollen wir das noch mitnehmen?
Spaßrennen. Ich glaube, was war es? Spa rückwärts oder so. Viertels 5. No rules. Ne, ich glaube, Spa war. Ich glaube, ein Rennen werde ich noch mitfahren. Ein Spaßrennen. Ich weiß nicht, ob die Lobby bleibt. Hören wir uns gleich an, ob die Lobby bleibt. Hallo? So. Ja, morgen, ne? Morgen kommen wir der GP. Cool. Spätestens. Okay. So, der Server ist schon mal in. Bleibt die Lobby? Ja. Das ist frech. Und wie machen wir die Lobby? Aus, tut mir leid. Die Lobby ist jetzt schon mal so eingestellt fürs No Rules Rennen. Außer es ändert sich noch. Und ja, wer Bock hat, dürft gerne mitmachen. Keine Pflicht. Danke alles kommt dran, fürs Zuschauen, nein. Für euren Support. Viel Spaß noch bei The Comedy. Vielen lieben Dank. Ciao. Danke. Ja, von mir auch. Ciao, ciao. Und danke für die Orga nochmal. Ja, danke fürs Mitmachen. So. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, also Abstimmung hat Frankreich vergeben. Ich weiß gar nicht, wie lang das Rennen jetzt wird. Es wird jetzt ein Spaßrennen noch zum Abschluss. Und dann. Jo, ciao, Hüppi. Schönen Abend noch. Das fahren wir jetzt noch kurz mit und dann passt auch. Aber ich glaube, ganz gute Session gehabt. So, jetzt muss ich kurz mal rüberspringen. Moment, ich muss hier immer hin und her springen. Ach, die sind hier noch im Discord drin. Genauso schnell. Bist du verrückt? Ja, du kennst mich. Bitte nicht. Wir haben ja, ich kenne dich. Ich glaube, der Einzige, der immer auf der Strecke geblieben ist, ist Marcel. Also, und selbst das war richtig, ja, das ist richtig. Danke, Racer, danke, das ist richtig. Wir bleiben jetzt einfach hier alle, oder? Möglicherweise meinte ich einen anderen Marcel, aber... Ja, okay. Jetzt red dich raus, So. Das war ein Kreisch. Fünf Runden fahren wir. Wenn ich gemein wäre, hätte ich gesagt, ich meinte den talentierten Marcel. Fünf Runden erstmal, glaub mir, das ist wahrscheinlich, das ist tödlich genug. Dies Daddy. Ohne Regeln, ich glaube, das kann ich nicht. Ich muss vor allem erstmal das Lenkrad dann dafür aufbauen. Schaden ist an oder Angst. Aus? Hä? Schaden ist an oder aus? Schaden ist an. Jawoll, Last Man Standing. Das ist. Last Man Standing. Ja, klar. Es wird einfach Last Man Standing, ich sag's dir. Ja. Simulationsschaden ohne Regeln, ohne Ghosting? Fest. Standardschaden reduziert, aber reduzierte Rate. Bis 24 Uhr habe ich gesagt, ja. Wir machen bis 24 Uhr. Ne, wie spät haben wir denn? Oh Gott, wir haben noch gar nicht so spät. So. So, Auto? F1 World Car. Ja, Spielautos, ne? Ja. Gott, was habe ich denn da aus? Auswählen. Ja, dann wir Audi. Ich habe eh nur. Ich habe nur ein Design. Ich habe nur ein Design und das kann ich irgendwie. Das sieht man wieder die Hardcore-Joker, oder? Kann ich nicht auswählen? Ich habe das eine Design, aber ich kann es noch nicht mal auswählen. Ah, ja. Ist eh automatisch gewählt, wahrscheinlich, ne? Nein, weil ich im Spectator-Modus war. Spa rückwärts wäre schon cool gewesen. Ist Hirnmatsch, Hirntod. Ehrlich, ich hatte tatsächlich Bock, auch dieses Mal mitzufahren, aber so im Nachhinein, es war ein bisschen chill. Es war sehr chillig, doch zuschauen zu können. Der 12. Kamera ist dann deiner. Du fandest das chillig. Also ich fand's heute, vor allem durch die 3 und 5 Rennen, maximal wild, ey. Also es war. Ich habe aber auch Spaß an so Sachen. Danke, Dennis. Schön, dass es euch gefallen hat. Also wir fahren jetzt das Rennen auf jeden Fall noch mit. Und dann klinge ich mich, glaube ich, auch aus. Ich glaube, einmal so ein Rennen No Rules fahren passt. Kann man mal machen. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht live. Oder überhaupt. Spa rückwärts leider nicht. Wäre auch cool gewesen. Also dann, auf ein schönes Abschlussrennen. Alle, die noch dabei bleiben, freue ich mich. Ein Comedy steht für die Vorbereitung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Beste fand ich ja auch vor allem... Und es gehört zum Charme. Ja, das Beste fand ich ja vor
allem auch, ich weiß gar nicht mehr, wer waren das hier, Happy und noch wer hatte gemeint, war es Not Smurfing, dass deren Bildschirm auch auf einmal ausging und dann blind fahren mussten. Achso, stimmt. Ja, aber ich hatte das auch ganz am Anfang, aber, bevor es losging. Ja, bei mir auch. War beim Bildschirm ist mein Bildschirm auch ausgegangen. Und mein kompletter Rechner hat neu gestartet dann. Ja, okay, dann haben wir einen neuen... dann. Spa-Rückwärts haben wir schon gefahren, Matthias. Aber nicht in F1. Müssen wir mal nachschauen. Haben wir schon mal gemacht. Aber in Assetto Corsa. Das muss man auch erstmal hinbekommen, ja. Ja, stimmt, ja. Der kommt mit, ist doch ein Virusprogramm. Also nach 10 Jahren haben sie ihre Probleme immer weiterentwickelt und verbessert. Also. Muss man erstmal schaffen. Das ist kein, so, das ist nicht nur ein Bug, das ist ein Enhanced Bug. Dann hätte ich jetzt gesagt, die Lobby ist zwar noch relativ voll, aber ein, zwei Plätze haben wir auf jeden Fall noch. Das heißt, Jakob, du kannst, glaube ich, gerne mal auf Freunde machen. Dann können nämlich gerne die Leute... Ich habe Freunde? Ja, die imaginären, weißt du, die du vorstellst. Deswegen könnt ihr gerne dazukommen, wer noch möchte. Wie gesagt, nur Rules. Ist 5 offen, Runden, oder? Jetzt auf Frankreich. Also geht natürlich schon darum, wer quasi am schnellsten ins Ziel kommt, aber. Wer überhaupt ins Ziel kommt. Genau. Glaube ich eher. So, also Schaden ist auch reduziert weiterhin. Kann ich hier schon wieder nicht. Nicht wundern, aber... die Ninja ist tot jetzt, weil das Spiel läuft sonst nicht. Ja. Also die Lobby steht auf offen jetzt, oder? Die Lobby steht auf Freunde. Auf Freunde, okay. Nicht auf offen, aber normalerweise müssten da dann auch die Freunde der Freunde. Ja, ich würde sagen, dann kann jeder. Yes, ja, das ist basically genau. Open Lobby für halt Bekannte. Weil komplett genau, Open Ball kennt ihr, das läuft. Genau, da kommt jemand rein und denkt sich so, oh cool, Frankreich, ja, lass mal nur mal Rennen fahren. Was machen die denn alle? Wenn du auf einmal in deinem Rückspiegel jemanden über den Hügel flippen siehst und in mental läuft schon dieses serbische Marschlied so. Wenn sie den Doom-Soundtrack hören, ist es schon zu spät. Ja gut, dann starten wir halt, oder? Ja, ich warte nur. Auch nochmal von meiner Seite, es war mir ein Fest, euch beim Fahren zuzuschauen, ehrlich. Da waren interessante und geile Fights dabei. Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. War auch mega starkes Fahrradfeld. Danke. Ja, habe ich auch schon gesagt, super krank. Ja, also super krass. Vor allem, wir sind dieses Mal Monaco gefahren, nach 10 Comedy GPs war heute der Tag dafür und ich dachte, es wird komplett Chaos, aber dafür ging es echt noch voll klar. Ja, nur einer ausgefallen, glaube ich, ne? Ja. Michael, du musst Ausrufezeichen, Pedale, ohne die Ausführungsstriche schreiben. 4 E-Sportler zusammen ein Rennen fahren. So, machen wir bereit hier, oder? Da kommen wir noch Leute rein hier, ne? S14. Ich habe gedacht, verstanden. Achso, dann startet es jetzt, oder? Oder? Starten wir einfach rein. Oder? Ja. Kevin! Starten! Nein! Ja! Rein! Rein! Nein! Bahrain? Sein! Bahrain! Ja, Bahrain! Nicht Bahrain! Nicht Bahrain und nicht Vegas! Bitte! Einfach reingelassen, lassen, dann passt das schon! So, ein Spaßrennen! Geh noch! Ich hab ja schon gesagt, es geht bis 12. Das geht aber noch zur Wertung, ne? Ja. Ja. Klar. Oder haben wir abgeschneidet? Bonuspunkte. Extra Wertung. Die Wertung für den nächsten CGP. Ich wollte extra Wertung. Wenn du es schaffst, disqualifiziert zu werden, weil du so viele Strafen gesammelt hast, extra Punkt. Also, ich weiß jetzt echt nicht, wo die Ideallinie ist, übrigens. Ne? Also, ja? Passt auf mich. Ich weiß nicht, wo jetzt die Ideallinie ist, wenn hier ohne Regel. Keine Ahnung. Ist aber nett, dass du es extra nochmal erwähnst. Vor allem, das wird total lustig jetzt, weil es gleich heißt hier, Comedy ist tot. Das ist die Nachricht, die alle lesen wollen. So. Jetzt wird's wild. Wer hat mich vorhin rausgeschubst? Das ist der Moment. Junge, ich hab gar keine Ahnung, was jetzt gleich los ist. Wo ist das Finanzamt? Stimmt. Scheiße. Stimmt, man darf ja früher schon losfahren, oh mein Gott.
wir alle hier einfach warten, so wie die besten Helden aller Zeiten und dann so, ja. Wer bremst denn da? Ich, weil ich nicht schalten kann. Ich hab keine Ahnung, wo die Kurven kommen, Leute. Keine Ahnung, wo wir da am besten fahren. Yo! What the fuck war das denn? Alles Junge, du bist das hier. Oh, oh. Alles Profis. Ja, Baby. Oh. Wer packt denn da auf, Mann? Ach, wir dürfen auch gegenseitig ausboxen, das dürfen wir auch. Gib dir deinen Notenstaub, Baby. Alles erlaubt. Oh, gezeigt. Ui. Ich sehe schon, Zombie macht nichts anderes als sowas hier. Ja, ja, der hat das. Heilige Maria ist sehr schnell hier. Da hab ich mich jahrelang noch vorbereitet. Oh, was für Luft. No! Bremse. Boah, der war gut, der war sehr gut. Der war stark. Gar kein. Oh, wo geht's hier hin? Nicht da, wo ich hin will. Der Start-Auto-Scooter, Junge. Geht's weiter, da! Irgendeiner steht auf Start-Auto-Ziel. Zwei Leute stehen auf Start-Auto-Ziel, aufpassen. Hey, das wird besser wie das Rennen vorher. Ja. Boah! Junge, das wird richtig gut. Als jeder P5 ist drin. Wow. Oh Gott. Neues Layout. Oh, nicht meine Ahnung. Das Beste ist das Frankreich-Layout. Ich verliere auch sehr schnell den Überblick. Ja, wo bin ich? Wo bin ich? Wo muss ich hin? Das Ding ist halt, die Strecke ist halt nebendran so richtig rutschig. Ja, bitte. Nur Strecke. Ey, Till, was hast du für ein Gefühl? Halbe noch. Halbe. Achso. Was hast du für alle warten. Nein. Alle warten, bis die Ampel ausgeht. Oh, ne, du hast 10 oder so, keine Ahnung. Mit welchen Flügel fährst du mal hinein? Eine Hälfte fehlt schon. Oh, ich kann das nicht, Leute. Ich kann das absolut gar nicht. Nein! Ich wollte ihn gerade rausboxen. Hab mich selber getötet. Ich wohl, Patrick Jeff sagt, klasse Manöver, ich bin so weit außen gefahren. Komm her, Zombie, du Sau! Oh. Es ist jenseits meines Universums. Ja. Ich würde mir vorstellen, das neue Frankreich-Layout. Oh mein Gott, er kommt leider entgegen. Oh, aber Ghosting ist an. Schade. Nein, Ghosting ist an! Fuck! Gut, dass der jetzt auffällt. Hä, kann aber nicht sein, ich hab doch gerade ein paar Crashs gehabt. Hä? Ja, aber wenn du von vorne kommst, dann. Ach so, jetzt, okay. Ghosting for Grieving. Wir haben dieses Anti-Grieving-Ding an, deswegen kannst du. Okay. Deswegen bin ich bloß nicht. Das ist doch hier mein Highlight. Oh, warte mal, kriegst du jetzt CS? Ja. Ach, was nicht? Kriegt man. Oh, jetzt. Oh. Ja, der war zu weit. Der war viel zu weit shit. Raus. Was warst du auf dem Anruf geschubst, Adolf? Ich komme, der Account hat kein Anti-Lock Brakes an. Was machen wir? Ich hab keine Ahnung, wo es hier immer lang geht, ey. Wow! Wo bin ich? Also, hier, da bin ich echt schlecht drin. Das ist einfach. Du fährst so vernünftig. Ich glaube, es gibt auch keinen guten drin. Ja, das ist. Ich bin schlecht und weniger schlecht. Absolut. Katastrophe. Das wird bei der Bundeswehr einfach hin ausschalten. Hin, und aus. Oh, hier, der ist gekriegt. Katastrophe. Aber immerhin noch kein DNF jetzt hier. Ich hab mich schon einen DNF gesehen. Och man. Da. Sagt der noch. Punkte noch sind drin, Platz 10 ist drin. Was passiert der Euphor? Oh, Alter. Oh. Das war knapp. Oh. Fahr den entgegen. Nee. Wollen wir ja gewinnen hier. Eieieiei. Nein, jetzt dreht er sich. Nein, denk mal. Ich hab mich verguckt. Auch Eis. Oh, in dem Fisch. Was macht denn der Wand hier? Wo kommt die Wand auf einmal her? Ja, gibt nicht ja, diese Wände heutzutage sind auch nicht mehr das, was sie immer waren. Ja.
Ich springe immer auf die Strecke. DAS, DAS. Und das in der letzten Runde, vorletzten. Nee, nee. Toll. Oh Gott. Ey, Platz 8. Endlich mal Top 5 und dann sowas. Es könnte noch ein fünfter Platz rausspringen bei mir. Das ist viel mehr. Ja, geht nicht mehr. Mit 17 hat man noch Träume, was? Weißt du, ob der mit 80 Sprung ist? Achso, hinter mir sind ja eh alle DNF. Toll. Nein. Bin ich ja eh der Letzte jetzt hier. Darius ist noch da, aber die sind schon sehr weit weg. Achso, die sind zu weit zurück, okay. Ja, Darius und Rebeck stehen halt einfach mehr. Ja. Ja. Die Z-Razer. Ja, abkürzen konnte ich schon immer gut. Nicht so mein Format, nicht so unser Format, ja. Mensch. Zombie, ich hasse dich. Ja, ciao. Jawohl, Podium noch! Starke Worte. Habe dich weggebumst jetzt zum Schluss, hör? Der bessere Marcel hier auf dem Podium. Süß war. Ja. Ey, das wird noch ein siebter Platz. Naja, beste Ergebnis heute. Okay, ciao. Ciao, ciao. Oh Gott. In diesem Sinne bedanke ich mich ja, auch. In diesem Sinne hat Spaß gemacht. Und vielen Dank. Ja. Haut rein. Danke auch. Ciao. Ich bin dann auch raus. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute, und danke. So. Oh Gott. Oh Gott, schnell raus hier. Schnell raus hier, Leute. Auch mal interessant. So. Kleines Abschlussrennen. Hoffentlich nie wieder ohne Regeln. Hoffentlich nie wieder, Leute. Ich kann das so gar nicht. Da bin ich nicht gut drin. Also, ich danke euch fürs dabei sein. Doch, nicht 12. Wir haben jetzt knapp 10. Ich hoffe, euch haben die 5 Rennen gefallen. Und das Abschlussrennen vielleicht auch. Jo, toller Abend. Danke, Matthias. Und Leute, und auf jeden Fall danke an Thomas für die vielen Subs, die er rausgehauen hat heute. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Live, ne? Und ciao an Patrick, ciao an Karl und Manfred und Co. Und Mr. Schienenonkel und unsere Kollegen hier. Macht's gut. Haut rein. Ciao und schönen Abend. Und Daumen hoch.